begrüße ich hier auch also unsere Uncut-Zuschauer und wünsche euch viel Spaß bei der heutigen Folge. Und nicht vergessen, Daumen hoch, viel Spaß. Und ich gehe auch direkt in die Karte rein. Hallo an alle. Genau, hallo. Grüße. Grüße, ihr Müse. So, aber ich würde auch sagen, dass das alle nochmal so einen kleinen Einblick über das Projekt kriegen. Ist vielleicht auch interessant für unsere Uncut-Zuschauer, die im Nachhinein mal schauen wollen, was hier eigentlich passiert. Würden wir mal alle Höfisches betrachten. Und beginnen als allererst natürlich bei unserer BGA. Aber erstmal will ich noch ganz speziell für den Sven, das ist mir ein innerliches Bedürfnis, dieses jetzt zu tun. Und das ist deine Schuld, lieber Sven. Du bist schuld. Ah. Auf dich. Vergiss es, auf mich. Ah. Kennst du diese Menschen, die immer noch am Trinken machen, egal was sie trinken. Selbst Hustensaft. Fürchterlich. Furchtbar. Aber ich mach's selber, deswegen. So, ihr Lieben. Ich würde sagen, wenn dann Valencia fertig ist mit der Rumdalerei, was es auch immer macht. Ne? Ja, also ich habe gerade Kunst entdeckt auf der 35. Ist auch nicht unser. Kann ich alles von mir stoßen, ablehnen. Sprich mit der Hand. Wir beginnen auf unserer BGA. Da treffen wir uns mal. Und dann machen wir da. Na, es ist ja auch wichtig für deine Zuschauer, dass die auch wissen, auf welchen Projekten du unterwegs bist, was da passiert. Ja, du, sehr gerne. Wenn du mir mal kurz sagst, wo ist denn diese sogenannte BGA? Rechts, ganz rechts. Der rechteste Hof, den es gibt, ganz rechts. Okay, oben, da sehe ich jetzt auch einen grünen Pfeil. Genau. Brauche ich wieder schnelles Laufen? Ich frage ja, nur bitte. So. Okay. Es ist, sonst dauert das alles viel zu lange. Da ist er. Oh, Baum. So, also auf dieser Karte, das ist die 8er League, sehr krass umgebaut von uns. Also es gibt keinen fertigen Hof mehr, es ist neue Texturen und also viel, viel Kram gibt es ja auch zu entdecken. Das ist ein eher neueres Projekt von uns, was wir quasi, wie soll ich sagen, dieses Jahr ins Leben gerufen haben, ganz jung eigentlich noch. Ich glaube, 2-3 Monate läuft das jetzt. Und darum geht es, dass wir mehrere Höfe haben. Sonst spielen wir immer auf ein oder maximal zwei Höfen. Hier haben wir quasi 7 Höfe, die sich eigen bewirtschaften. Es gibt eine PS-Grenze von 200 PS. Es gab ganz krass Kreditbegrenzungen. Also das, was jetzt schon steht, ist wirklich erwirtschaftet und nicht irgendwie schon entstanden. Von daher ist es bis jetzt sehr interessant gewesen. Also man muss sich wirklich auch austauschen untereinander. Ich warte mal auf die Werbung. Ich habe bei mir kurz... Ja, sorry. So, jetzt seid ihr da. Sorry, ich habe nicht drauf geachtet. Werbung ist gelaufen. Also wie gesagt, dieses Projekt ist entstanden, weil wir mal mehrere Höfe machen wollten. Wir haben auf der Karte 7 Höfe. Plus BGA, plus ein Maschinenring. Erkläre ich dann später, wenn wir auf dem Maschinenring sind. Aber erstmal zeigen wir die BGA. Die BGA wird von allen bewirtschaftet. Es wird quasi nur angeliefert. Und die BGA ist ein eigenständiger Hof, der auch eigenständig Geld verdient. Ihr seht, aktuell sind nur noch 635.000 drauf. Das liegt daran, dass wir im Dezember alle Höfe ausgezahlt haben. Ne? Rocco, vielen Dank für dein Abo. Vielen, 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 vielen Dank. Danke für deinen Support. Danke, danke, danke. Genau. So, wir schauen uns kurz die BGA an. Also wir haben halt hier ein bisschen massiv gebaut. Man sieht, es ist ein bisschen übertrieben. Liegt aber daran, dass wir halt 7 Höfe mit Gärreste bestücken müssen. Und somit natürlich auch dementsprechend produzieren müssen. Ne? Ganz klar. Ich muss mal ganz kurz noch mein Spiel ein bisschen leiser machen. Das ist irgendwie noch auf Hand eingestellt. Das ist zu laut. Ha, so.
Wir haben halt hier unsere Ballenhalle, wir liefern halt auch Ballen an, die dann nach und nach eingefüllt werden. Wenn ein Hof quasi hier die BGA befüllt, schreibt er sich eine Arbeitsstunde auf und das wird dann quasi mit ausgezahlt am Ende. Am Anfang haben wir gedacht, wir haben ein bisschen viel Silos gebaut, aber ihr seht, es sind nur 2 Silos quasi frei geblieben. Der Rest wurde wirklich benutzt und gebraucht. So langsam sind wir über den Winter und die Silos sind auch leer. Ne? Wir haben halt hier die Hauptsilos, die großen. Hier eine kleine Halle, wo Fahrzeuge drin stehen, die wir zum Befüllen und zum Festfahren benötigen. Ja, das ist, wie gesagt, unser physikangepasster Xeon. Unser K700, den man halt bei uns findet. Ne? Ganz klar, den kann man uns runterladen. McLuhan, Ecop, Moins und Ace, grüß dich. Schön, dass ihr da seid. Genau, also BGA, da gibt es nicht viel zu erzählen dazu. Das ist halt eben einfach ein BGA-Gelände. Aber auch selber gebaut natürlich. Hier hat man so ein bisschen, das fand ich zum Beispiel eine sehr coole Idee. So ein bisschen wirklich getrennt mit Einmann, ne? Hier, weißt schon, Vanessa? Ja, weiß schon, ne? Hier nicht langfahren, nur hier langfahren, ne? Ja, ja. Wenn keiner guckt, fahre ich überall lang. Ja, ich weiß. Deswegen sage ich es ja nochmal. So, und als ersten Hof, den ich vorstellen darf, sind unsere Neuankömmlinge. Die sind als letztes auf der Karte eingestiegen. Das ist Hof Haue. Hof Haue benennt sich nach diesem Ortsteil, der da ist. Und da würde ich sagen, springen wir hier gegenüber beim Holzverkauf. Das ist oberhalb. Also der Hof, der hier oben drüber ist, ne? Springen wir hier beim Holzverkauf mal hin. Ich bin bei den Mühlen gelandet. Ja, ich gehe halt richtig zur Haustür rein und springe ich direkt in die Wohnstube. Ich habe Bangs so gefunden und Hühner. Genau, und dann gucken wir uns das mal an. Ne? Also hier sind kleine Kunden. Ich muss ganz ehrlich sagen, hier sind Placeable. Roxela, das ist alles Placeable. Ja. Gehen die automatisch auf und zu? Ja, gehen sie. Teils. Es gibt einen Hof, da gibt es das nicht, aber Da fahre ich nicht hin. Außer ich darf die Schranke durchbrechen. Also das ist wirklich alles von uns selber Placeables mit Mods rausgesucht und es sind schon kleine Kunstwerke entstanden, das muss man sagen. Also hier ist quasi Hof Haue, das sind die Neuankömmlinge auf der Karte. Da ist drauf unser Paco, unser Schimmi, unser Basti und der Opa sind auf diesem Hof. Man sieht auch, die Traktorenauswahl ist nicht das Größte, ne? Wer ist denn der Opa? Das haben wir aber alles so gesagt. Ist nicht so oft da. Ist eher so ein Wochenendspieler, eher selten da. Ah, okay. Ne? Gerade auch wieder PC Schachmatt gesetzt, deswegen. Genau, dann haben wir hier so ein bisschen so Gewächshäuser, was ich gebaut haben. Die sind schon relativ weit, weil sie halt sehr, sehr viele Aufträge gemacht haben. Das muss man dazu sagen. Der Hof ist schon relativ weit entwickelt. Hier hat man ein kleines Hofsilo zur Durchfahrt hier. Da parken sie einen Traktor drin. Okay. Hier noch eine kleine Anbauhalle. Mal sehen, was sie da drin haben. Hier den Servicewagen drin geparkt. Sehr schön. Und dann geht es nach der anderen Seite weiter. Also es ist wirklich, mir gefällt es auf dem Hof sehr gut. Der ist sehr schön gestaltet. Hier haben wir eine kleine Halle, die gehört mit zu dem Gebäude. Also quasi die Durchfahrt. So, dann weiß ich gar nicht, hier drüben, das ist neu, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das ist, glaube ich, ein kleiner Rinder, also, nee, ein Pferdestall. Oh, ach ja, die Pferdis. Haben Pferde. Das sind die Verrückten, die Pferde machen, genau. Haben wir einen Fohlen. So, hier dann pleinig. Haben wir hier ein paar Hallen. Nee, das ist nicht dein Hof. Ein paar Durchfahrhallen. Hier das Ballenlager, was unser Taran quasi, also das Ballenlager gibt es auf Matab. Diese Halle gibt es auf Matab und Taran hat das Ballenlager reingebaut. So rum. Genau. Davon haben sich 2 Stück hingestellt. Ein paar kleine Durchfahrsilos. Die Kuhstelle hier. Dann haben wir hier. Darf ich denn trotzdem mal hierhin reiten gehen? Das darfst du gerne. Das darfst du gerne. Da freuen die sich sogar. Eine Mistplatte. Hier soll quasi, das soll glaube ich der Kälberstall sein, dann später, wenn die Kälber da sind. Und ich glaube hier hinten haben sie noch den Schafstall, der mir auch sehr gut gefällt, der bloß nicht auf meinen Hof gepasst hat zu der Zeit. Sonst hätte ich den auch verbaut, weil er irgendwie schick gemacht ist. Hier haben wir so ein bisschen Platz für die Wolle und hier halt wirklich ein großes, großen Auslauf für die Schäfchen. Oh, ein kleines Lämmchen. Besonders lecker. Kleinen Hühnerstall hier.
Genau, dann geht's ja nochmal rum, glaube ich, irgendwo. Ne, hier geht's nicht lang. Ich weiß gar nicht, wie man jetzt hier zu dieser Halle kommt. Ich spring mal über den Zaun. So. Dann hat man hier noch so eine Abstellhalle. Also die Hallen finde ich auch richtig gut und richtig schick. Aber wie gesagt, der Hof kann sich relativ viel leisten, weil so viele Leute sind, die sind zu viert, die immer da sind. Und deswegen auch so viele Gebäude. Na, auf den anderen Höfen sieht das schon ein bisschen anders aus. Aber der Hof ist schon wirklich weit entwickelt. Viele Zäune, weil das wird alles bezahlt. Also die Zäune und sowas muss alles bezahlt, gekauft werden. Obwohl ich den immer noch nicht so ganz abkaufe, dass hier alle Zäune bezahlt sind. Guck mal, hier steht auch ein Grill. Meinst du, die laden uns irgendwann mal zum Grillen und so ein? Nee, ich glaube nicht. Siehst ja, die haben viel gekauft. Wer hat denn diese ganzen schönen Blumen und so dann hier gesetzt? Wer ist denn so der Kreative von den drei? Paco ist da wirklich tatsächlich das kreative Gehirn dieser Vereinigung. Ich glaube, den muss ich mir mal ausleihen. Kann ich dir gerne mal verbeugen. Wir können ja vielleicht Jan gegen Paco tauschen. Können wir machen. Deal. Virtuelles Händereich. So, genau. Also Paco ist da wirklich kreativ. Das ist halt dann... Aber es ist halt auch kostenintensiv, weil jeder Zaun, ihr wisst, was ein Zaun im LS kostet, da ist viel Geld drauf gegangen. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Karte so performance-lastig ist, weil halt hier einfach mal, naja, lassen wir das mal, okay? Aber im Großen und Ganzen, ich würde mal kurz den Flugmodus anmachen, um das nochmal kurz von oben zu zeigen. Das ist, denke ich, schon lohnenswert. Ein sehr, sehr schöner Hof, sehr kreativ und ich bin hier immer sehr gerne, um irgendwas herzubringen und wegzufahren. Und ich habe eben gemeckert, warum ich schon wieder 5 GB Mods runterladen musste. Ja, die Karte ist intensiv, weil wirklich jeder Hof andere Traktoren hat, andere Einstellungen und tausende Deko-Mods drauf. Also ein sehr kompakter und trotzdem sehr, sehr schöner Hof. Muss man wirklich sagen, muss ich neidlos zugeben. Nee, ist echt schicki. Gut. Wir gehen... Oh, jetzt bin ich hier, weil der Flugmodus an ist, den muss ich wieder ausmachen, sonst kriege ich ja... Ja, ich muss ihn auch wieder ausmachen. So, gut. Wir gehen auf die PDA und schauen mal nach oben. Der pinke Hof neben der 27, das ist ein Feld von uns, und springen in den... Du bist schon wieder mitten auf dem Hof gesprungen. Ich bin zu den Schweinis. Lecker. Oh, guck sie dir an. Die kleben. So, genau. Das ist Hof Schwut Farms, das sind zwei Spieler, das ist unser Pelle und der Martin. Schwut Farms haben sie sich genannt, ich nenne auch gern liebevoll, ich sage da gern Schrott Farms dazu. Gersven, grüß dich, moin. Und zwar haben die sich ein bisschen auf das Ältere verschrieben und auf Gemüseanbau und Kartoffelanbau, das heißt, es gibt hier Kartoffelroder, Gemüseroder, auch ein bisschen was Spezielles. Wie gesagt, wir laufen einfach mal über den Hof. Das ist jetzt alles ein bisschen hügelig gemacht, ein bisschen alt. Hier haben wir diese Maschinchen dafür. Hier haben wir die Mistplatte und Güllelager. Aber es ist trotzdem sehr aufgeräumt. Ja, natürlich. Alt heißt ja also nicht. Also mein Hof ist niederlich. Nie so aufgeräumt. So, Traktorenauswahl. Hier haben wir eine Halle mit gestapelten Ballen. Ich weiß gar nicht, was das hier ist. Zwei Schüttgutlager in der Halle drinne. So, dann haben wir alte Technik, ihr seht's. Die haben sich wirklich mit dem Alten verschrieben. Es war auch der Hof, wo wir bis zum Schluss noch ein bisschen Angst hatten, dass quasi der Hof überlebt und finanziell durchkommt. Aber für mich auch eine wirklich schöne Auswahl an Gebäuden. Und da ist es gerade noch ein bisschen rar, weil Pelle gerade am Gebäude umbauen ist oder bauen. Die wollen sich quasi hier eigene Gebäude draufsetzen. Aber auch hier würde ich jetzt mal in den Flugmodus gehen und einfach mal kurz von oben herabschauen. Kenne ich. Aber es ist, wie gesagt, da ist halt, man sieht, nicht so viel Geld da und der Hof ist noch nicht ausgebaut. Ne? Wir hatten auf Start gesagt, es gibt 4 Gebäude umsonst, die quasi, logisch, man bezieht einen Hof und da gibt es ja schon Gebäude. Und alte Gebäude baut man ja nicht neu. Deswegen so ein bisschen storymäßig auch getaktet. Dass es halt Dinge auch so gab. Ne? Also quasi das Farmhaus gab es so, ein Silo gab es so und 2 Unterstellhallen. Ne? So. Und mehr gibt es auf dem Hof tatsächlich auch nicht. Ne? Und plumps, buh!
So, gehen wir zum nächsten Hof. Wir machen so ein bisschen die Rundreise ringsrum und gehen hoch zu den Grasjägern. Der Hof heißt Hof Grasjäger. Wir steigen wieder links ein bei dem Waldplatz, bitte. Und gehen dann gesittet durch den Wald zum Hof. Genau. Das ist quasi, hier spielt aktuell Björn und der Schnitti ist hier am Start. Der hat sich auch so ein bisschen auf Schaf und natürlich Gras spezialisiert. Also noch mehr wie ich. Ich habe zwar auch viel Gras, aber ich bin nicht ganz so grasaffin wie unser Kollege Schnitti. Auch hier sehr schöner Hof. Für mich ein bisschen zu weitläufig, muss ich sagen. Ich mag das nicht ganz so. Aber das ist, wie gesagt, jedem selbst überlassen, wie er den Hof baut. Es ist trotzdem ein sehr schöner Hof. Ich mag ihn sehr gerne. Und auch hier gucken wir von oben. Sehr schöner Hof. Jeder Hof hat irgendwie ein bisschen was, finde ich. Ne? Der eine ist das mehr, der andere ist mehr Platz. Aber wir gehen zum nächsten Hof. Das ist Hof Schnösel. Hof Schnösel wird betreut von Rauchi und Taran. Oh, jetzt bin ich irgendwo anders reingehackt, aber ich laufe runter, genau. Ich glaube, wenn die Bäume irgendwann wieder Blätter haben jetzt und blühen, dann wirkt das auch nochmal ganz anders auf den Höfen. Das ist dann doch schon ganz schön Füllmaterial, so ein Baum, ne? So, auch hier wieder das Lager, was er selbst gebaut hat. Eine kleine Futtermischanlage. Einen kleinen Kuhstall. Also hier ist wirklich alles sehr klein gehalten. Von allem so ein ganz kleines bisschen, ne? So ein paar Hühnerschens, so ein paar Küchens, ein paar Mus. Hab ich gerade Küchens gesagt, ich muss aufhören, das zu verniedlichen. Du machst mich alle echt. Ich habe gar nichts gesagt. Mhm. Sehr schöne Hallen im Übrigen, finde ich sehr schön, sehr schick gemacht. Irgendwo gab es ja auch noch Schweine, aber das weiß ich gerade nicht, wo. Also auch so, wirklich so bloß ein paar Schweine, so 10 Stück oder so. Das ist wirklich so ein Hobbybauhof, so, ne? Wir haben von allem hier, glaube ich. Zumindest ist es vorbereitet, der Schweinestall, genau. Aber auch hier von oben wirklich ein schicker, kleiner Hof. Ich glaube, das hier drüben ist Neubau. Das kenne ich noch nicht. Das hat, glaube ich, Rauchi gebaut. Weil das hier ist echt cool. Das war Taran. Das ist schon wieder so groß, so weit, glaube ich. Ich glaube, das hat Rauchi angebaut. Weil das kenne ich von Taran nicht. Aber auf jeden Fall, das ist Hof Taran, Rauchi, Hof Schnösel genannt. Genau. So, gehen wir weiter. Was sagst du? Ja. Gehen wir zum Hof. Zum Hof, ich nenne es gern, also der Hof heißt NCBM. Da wird bestielt von Bratwurst, NJ, Mario und Sina. Das ist reiner Ackerbaubetrieb und ich nenne es immer gerne ein bisschen Radegedächtnishof. Ja, das ist ja diese Radehalle mit dem Durchfahrsilo und diese Halle auch. Also es ist wirklich ein ganz, ganz kleiner für Seitenhof, weil das ist schon alles. Das ist der Hof, wenn wir jetzt quasi fliegen. Sieht man. Da ist nicht mehr. Das ist wirklich der Hof. Finde ich faszinierend mit den ganzen Maschinen, weil die sind zu viert und kriegen das wirklich alles irgendwie rings um den Vierseitenhof hin und gewuppt, gestemmt. Und das finde ich gut. Aber sie haben auch einen reinen Ackerbaubetrieb. Ne? Da ist kein Kuhstall, kein gar nichts, kein irgendwas dabei. Das ist reiner Ackerbau. Somit macht es das halt auch einfacher. Ne? Das ist halt eben. Und ihr habt auch bis jetzt auf keinem Hof einen Drescher oder irgendwas gesehen. Warum das so ist, erkläre ich euch gleich. Wenn wir bevor wir auf meinen Hof springen oder auf unseren Hof, zeigen wir noch kurz den Maschinenring. Der Maschinenring soll quasi so ein bisschen die großen Maschinen beinhalten
ohne dass wir einen Lohnerhof haben, weil wir brauchen auf der Karte keinen Lohnerhof. Das sind 7 Höfe und helfen uns untereinander. Ne? Und auf diesen Hof zahlt jedes Mitglied, also es gibt, sind alle Mitglied, außer die Leute vom Biohof. Die sind da kein Mitglied, alle anderen sind da Mitglied. Und wir bezahlen halt im Jahr 24.000 und können dann quasi das ganze Jahr die großen Erntemaschinen nutzen, wie Drescher, Häcksler, Roder oder sonstiges. Wenn man Aufträge mit den Maschinen macht, muss man nochmal 1.000 Euro extra bezahlen für den Auftrag, weil der Maschinenring muss ja irgendwie überleben, der macht schon nicht viel Gewinn. Aber da gehen wir gleich hin. Aber als allererstes gucken wir uns noch den Biohof an. Auf diesem Hof spielt Puvel und Pascal. Und der ist hier unten bei Hof, bei Feld 55. Genau. Das ist ein sehr weit gezogener Hof und sehr sporadisch bebaut. Warte mal, wir sind noch nicht drauf auf dem Hof. Hier. Genau, auch die Maschinenauswahl ist da sehr interessant und die Hänger. Das ist halt wirklich alles ein bisschen klein gehalten. Die haben halt sehr viel Kartoffeln gemacht und sortiert. Die haben sich eine Sortiermaschine gekauft und haben halt für uns alle dann Kartoffeln sortiert. Ne? Das war sehr viel Arbeit. Puvel hat gesagt, da macht die nächsten 5 Millionen Jahre keine Kartoffeln mehr. Also stand alles, jede Halle war randvoll mit Kartoffelkisten. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, es war alles voll. Hier sind noch ein paar zusammengefallen. Alles war voll mit Kartoffelkisten. Jede Halle hier war irgendwo mit Kartoffelkisten bestapelt. Ist das dieses, wo du dann auch nochmal aus diesen alten Kartoffeln quasi so Saatgutkartoffeln und sowas alles machst, ne? Premium-Kartoffeln, Saatgutkartoffeln. Das hatte Tara mir mal kurz gezeigt und mal erklärt. Genau, das ist das. So. Und damit haben sie halt die Kisten gefahren. Ne? Also auch ein sehr schöner Hof, muss ich sagen. Mir ein bisschen weitläufig immer noch, aber hier geht der Hof geht drüben weiter. Wir haben halt so einen kleinen Hof-Bioladen. Ne? Ja, das ist der Bernd. Grüß dich, Bernd. Bio-Bude, ich lieb's. Genau, der Hof heißt auch Bio-Bude. Ne? So, die Wiese, die also benutzen sie gar nicht. Das mache entweder ich oder Hof NCBM. Dann haben wir hier so ein paar Gewächshäuser, die sie da betreuen. Also auch ein schöner kleiner Hof am Ende, ne? So, genau, den Maschinenring müssen wir uns jetzt nicht unbedingt angucken. Das ist uninteressant. Die stehen halt bloß, wir können kurz hingehen, können uns kurz, es sind halt bloß die Drescher drauf. Das ist hier unten der lila Hof bei Hof 11, Feld 91, 92. Haben wir halt hier zwei Häcksler. Ich muss ja erstmal mich hier kurz immer orientieren. Jogi, mein Freund, 19:30 Uhr, hab's auf dem Schirm. ja, hier stehen halt zwei Roter und eben zwei Drescher und zwei Häcksler und genau. Und die sind quasi vom Maschinenring gekauft und wir mieten uns da quasi im Jahr für 24.000 ein und können die Maschinen halt benutzen so oft, solange wir wollen. Ist mal ein Versuch, was Neues, ne? Genau. Kommen wir nun zum Hof Fakrima. Auf diesem Hof spielt Vasili, Chris und Marie. Deswegen Fakrima, weil ich so einfallsreich bin, heißt dieser Hof Fakrima. So, wir springen hier bei Hackschnitzelverkauf Familie Dusel. Da springen wir hin. Und dann können wir quasi... Oh, jetzt bin ich hier. So. Und dann sieht man schon hier an der Markierung... Übrigens ist es noch nicht dekoriert, ich will auf den Frühling warten, wenn dann wieder die ersten Blätter sind, weil wir haben im Winter angebaut für 100.000, das ist jetzt mein Hof, Jogi, jetzt guck mal zu, wie man einen Hof baut, ne? Bloß mal, dass deine Karten endlich mal so endgeil werden, ne? Nicht nur die Karten geil sind, sondern auch die Höfe, kannst du jetzt mal ein Auge holen. Aber den kann man nicht abreißen. Den kann man nicht abreißen, weil ich ja clever bin, ich mach das ja so. genau. Das ist eine der zwei Einfahrten vom Hof. Hier rechts habe ich so ein bisschen andeuten wollen mit einem Backsteingebäude, so halb fertig, wie man es halt öfters mal auf Höfen sieht, weil die Bauern halt wenig Zeit haben, die fangen an bauen und dann wird das stetig fertig. Das soll so ein bisschen das darstellen. Dann haben wir hier unser Farmgebäude, auch sehr witzig. Direkt von der Wohnstube geht es halt in die Werkstatt, so wie es sein muss. Eine kleine Durchfahrhalle mit JLS 19. Mit einem kleinen Lager, hier haben wir Heulager, es nimmt langsam ab, das Heulager. Hätte ich nicht gedacht, dass ich bei den Massen, die ich hatte, weil ich hatte diese Halle hier vorne voll
und diese voll, dass ich wirklich so viel verbrauche. Dann haben wir hier so ein bisschen einen Anbau, weil ich habe das immer so ein bisschen mit Anbausachen versucht, ne? Dass es nicht eine riesengroße Fläche ist, sondern immer so ein bisschen der Anbau. Dann haben wir hier ein Ballenlager. Warum fällt mir Walle immer in den Rücken? Ich kann dir das nicht sagen, Yogi. Vielleicht warst du gemein oder so. Weiß ich nicht. Wie zu mir. Zu mir bist du auch immer gemein. Paul Ulbricht, moinsen. Er spielt nicht mit mir. Genau, du spielst nicht mit ihr. Da hast es doch. Ist ein kleiner Unterstand, die gibt es überall mal. Die Halle haben wir auch quasi genommen aus dem Pack und haben quasi dann, also Taran hat dann quasi hier wieder Ballenlager reingebaut. Ich wollte halt keine große Ballenhalle am Anfang, weil es mir einfach zu teuer war. Und das Geld, was ihr jetzt noch auf dem Konto seht hier, die 635.000, die gehen im März quasi komplett weg. Also das, was wir an Plus gemacht haben, habe ich in neue Hallen gesteckt und Fahrzeugen. So, dann haben wir hier so eine alte Durchfahrhalle, das ist eher der alte Teil vom Hof, ne? Metacar, 19. Natürlich auch ein IHC, ganz klar. So, das ist so unsere Arbeitsgröße, Arbeitsbreite. Dann hier auch diese Halle verbaut. Ich liebe sie einfach. Es ist funktional und macht was her. Hier haben wir einen alten Kuhstall. Ich weiß wirklich nicht, woher. Ich kann es euch auch gerade nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall alles im Mod-Hub. Den haben wir umgebaut zur Halle. Da ist noch nicht ganz fertig umgebaut, weil halt hier noch die Sachen drin sind. Aber wir fanden den halt schick hier mit kleiner Werkstatt. Und hier Heuboden. Hier hatte ich auch alles. Sorry, weil er hat nichts verstanden. Aber der Sound hier ist halt mal so leid. genau, das war auch alles bis hier vorne hin mit Heuballen vollgestapelt, dreireihig. Also ich habe ordentlich verfüttert im Winter. Das ist echt krass, hätte ich nicht gedacht. Genau, hier das Farmgebäude. Dann kann man hier durchgehen. Da hat man auf der anderen Seite dann Mistplatte und die Höfe, die Kuhställe, die gucken wir uns als erstes an. Ich liebe diese Kuhställe. Hier kann man Milch rausholen. Wir haben die natürlich umgebaut auf Manual System. Mein kleines Lager, wo man hier, dieser Schlauch beim Neustart, immer wieder. Genau, unser Lager, wo man Gülle abziehen kann. Hier zwei kleine Silage Silos, also Durchfahrsilos. Hier haben wir noch ein Strohlager. Hier unser Hühnerstall. Da ist auch schon ordentlich Betrieb. Hier kommen wir jetzt auf so noch ein bisschen Wiese. Wie gesagt, das war alles Wiese. Die zwei Gebäude, die wir jetzt vor uns sehen, die gab es noch nicht. Die habe ich jetzt neu hinzugefügt. Einmal das Ballenlager, weil wir müssen halt Performance schaffen auf der Karte, deswegen die Ballenlager, ne? Da ist, Yuki, ich erkläre dir das mal. Du bist blind für schöne Höfe. Sonst würdest du ja schöne Höfe bauen. genau. Hier noch eine kleine Traktorenhalle. Immer so ein bisschen Saatgut drin. Hier ist nochmal Traktoren. Na komm, geh auf. Ich habe den Schweinestall gebaut. Wir haben noch keine Schweinestelle, ne? Die Map heißt Achtern Dieg. Du hast doch mich jetzt. Ein Schweinchen. ja, das Silo, das auch, was wir schon mal gesehen haben auf der Karte, das ist halt wirklich ein schickes Silo. Wir müssten halt, wir konnten nicht alle Höfe mit komplett verschiedenen, ihr versteht's, die Performance ist sonst einfach komplett im Arsch. Auf Bargebäude mussten wir uns schon einigen, so die wir halt zusammen nutzen, deswegen auch nicht ganz so viel Vielfalt, ne? Kannst du den Matt nochmal bitte in den Chat schreiben? Weil dann kann ich das in Mod-Hub herunterladen und könntest du mal bitte sagen, ob es das, also die Höfe, so wie sie hier sind, findet ihr nicht. Die Karte Achtern Dieg, gebt da einfach bei Google ein und dann kommt ihr definitiv dorthin, ne? Ja, wie gesagt, also das ist neu gebaut. Normalerweise gab es hier einen Zaun, also quasi hier, da war hier dann, hat abgeschlossen mit dieser Halle da, die auch neu ist, und da ist man dann so ein bisschen über die Wiese gefahren. Das hat sich natürlich geändert, weil ich ein Stück Wiese wegnehmen musste. Jetzt fährt man halt hier hinten lang. Hat hier so einen kleinen Hängerparkplatz. Und hier hinten ist dann nämlich nochmal ein Außenlager für Silageballen, weil ich fütter mit Silageballen. Genau. Valencia, du bist konzentriert auf mich, ich sehe es schon. Ich bin voll konzentriert auf dich. Genau.
Sehr schön, ne? Mod. Du für das mit Silageballen. Ich habe alles verstanden und mitbekommen. Das findet man hier. Dann gibt es hier noch einen kleinen Weg zu unserem Schafstall. Der Schafstall wird irgendwann ausgetauscht. Das bleibt nicht der neue, das wird ein älterer Schafstall. Hier, das Ding wandert auch immer mehr. Aber an sich auch schön. Dann haben wir noch so eine kleine Rundfahrt, dass man mit einem HW80 auch wenden kann und nicht rückwärts fahren muss. Na? Ich denke nämlich an alle. Ja, aber das ist auch schon hoch. Aber auch hier gehen wir nochmal in den Flugmodus und schauen uns mein kleines fabriziertes Kunstwerk von oben an. Es sind alles Kunstwerke auf der Karte, das muss ich sagen. Ich finde an jedem Hof was schön. Natürlich finde ich meinen am schönsten. Dann kommt der Hof von Paco und Jimmy und Basti, der mir sehr gut gefällt. Und dann kann ich mich schon gar nicht mehr entscheiden. Wie gesagt, die Bodentexturen sind noch nicht ready hier auf der Stelle. Das wollte ich wirklich machen, wenn dann Frühling oder Sommer ist und die Bäume sind auch noch nicht final alle gesetzt. Das ist jetzt hier in dem Bereich. Also wie gesagt, die zwei Hallen sind neu und ansonsten war das hier alles Wiese und man ist halt über die Wiese so einen kleinen Huckelweg nach hinten gefahren. So. Ihr merkt schon, ich mag das so ein bisschen, ne? Ballenlager. Im Ballenlager bekommst du bei uns auf Discord, da findest du nicht das hier, weil das ist da noch nicht drauf. Das können wir natürlich auch nicht veröffentlichen, weil es halt nicht von uns ist. Aber du findest unser Backsteingebäude, das kannst du dir mal im Shop zeigen. Da haben wir einmal die Standardhalle von Giants. Dazu braucht ihr natürlich immer das Skript von GTX. Das muss mit bei euch im Mod-Ordner sein. Weil sonst funktioniert das nicht. Also das ist quasi eine Ballenhalle umgebaut von uns. Findet ihr bei uns auf dem Discord. Und dann findet ihr nochmal unser Fachwerkhaus, was auch als Ballenlager umgebaut ist. Das ist quasi das Projekt von Taran gewesen. Also gebaut hat die Halle unser Swissy und der Taran hat quasi das Ballenlager eingefügt. Das findet ihr alles bei uns auf dem Discord. Ausrufezeichen DC hier im Chat und dann geht's los. Ich muss mal kurz zum Jimmy. Genau. Aber jetzt genug mit hier der Rumeierei. Ich glaube, wir müssen mal was machen. Was sagst du? Ich warte auf Befehle. Ich warte auf Befehle. Befehlis. Befehlis. Aufgabis. Aufgabis. Genau. Ich guck mal ganz kurz in unsere Liste, in unsere Schlaue. Mach du mal. Weil ohne diese bin ich leider auch immer verloren. Wo ist denn Achterndiek 1.5? Achterndiek, wo ist denn die Achterndiek 1.6? 1.3. Achso, wir sind ja bloß auf der 1.5 bisher. Ja, okay. Weißt du, was das Gute ist? Dass du nicht reden musst. Nee. Yogi kann ich gar nicht versüßen. Ja, ist schon süß. Naja. Es ist schon ganz süßer. Niedlicher. Yogi ist schon niedlicher. Der Yogi. Wunderbar. Wunderbar. So, wir haben zu tun. Ich muss mal ganz kurz noch auf die Felder rennen. Ich glaube, das wäre Aufgabe 1, kann erledigt werden. Nee, das ist ja schon passiert. Scheiße, das muss ich erstmal wieder auf Wachsen stellen. Da habe ich gerade keine Lust drauf. Dann haben wir Feld 6. Da kann auf jeden Fall... Nee, das ist auch fertig. Da wollt ihr mich rollen. Mulchen kann auch noch nicht passieren. Das kann auch noch nicht passieren. Gera ist da auf 125. Was sind die 125? Seit wann habe ich denn die 125? Seit ach doch, jetzt. Da kann Gerreste drauf, genau. Das ist an, auf der 92 kann Gerreste gefahren werden und eigentlich auf der 174 auch. Also damit können wir einen ganzen Stream füllen, ne? Auf der 174. Sehr toll. Zwei Streams, drei Streams, glaube ich. Genau. So, dann kannst du dich jetzt entscheiden, ob du zubringen oder ausbringen möchtest. Weiß ich nicht. Aber warte mal, Also, sagen wir mal so, ich habe es jetzt noch nie geschafft, Gärreste irgendwie auszubringen, zuzubringen oder ich habe die immer verkauft. Du verkaufst Gärreste, okay. Mhm.
Ich brauche den nicht. Ich verstehe. Was gibt's denn? Pass auf, dann machen wir das so, dass du ausbringst. Also gilt hast du ja schon mal, ne? Das ist ja jetzt nicht so kompliziert, glaube ich. Nö, ist ja wie Düngen, nur anders. Diese Frau wird mich irgendwann fertig machen. Ich weiß es genau. Ich weiß es. Ich fühl's. Ich fühl's. Genau, Yogi lernt die Gera immer auf der Straße aus. Yogi macht das noch ganz anders. Hörst du nicht? Ja. Wirklich? Hörst du nicht? Ich bin jetzt gerade mal ganz kurz raus. Aber gut, ich würde aber dazu sagen, dass wir heute nicht gülen, habe ich gerade entschieden, sondern dass wir jetzt füttern und okay. Dann, oh Gott, Hilfe! Hilfi! Hilfi! pass mal auf. Ja. Jetzt haben wir genug gelacht, jetzt bin ich ernst hier. Ne? Wir sind ja sicher nicht zum Freizeitvertreib oder so. Ja. Nimm dir doch mal ich den. Ich mach mir einen Traktor und füll überall Stroh auf. Nee, hier hast du erstmal einen Traktor, da steigst du ein. Ah, futter mich ja. Ha, toll. Ich misch dir das Futter, das ist gar kein Problem. Ich steig nämlich hier und das Hebemobile ein. Oh, er füttert mir den. Sehr toll. Du musst quasi bloß fahren. Nur den ersten Stall reinfahren und auf I drücken. Denk ja, bitte dran, den Stück warm laufen zu lassen, ne? Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Feuer, Oleg Moinsen. Okay, der hört sich ein bisschen kaputt an, aber es scheint normal zu sein. Das ist ein alter Traktor halt, ne? Das ist der neue Sound von Vasili, testweise drauf. Und den gibt es dann auch bald zum Download. Aber das ist halt alt. Hm. Du musst bei dem Traktor übrigens schalten. Ne? Ich wollte das bloß sagen. Was? Ja. Mit welchen Tasten schalte ich denn? Ich habe keine Ahnung. Du hast ja deine Tasten belegt. Das macht er doch extra, oder? Ja. In dem Falle, ja. Plus minus. Numpad plus minus, Jan, oder das auf der Tastatur, das plus minus? Jan, du sollst ja nicht immer helfen, Mensch. Doch. Abmahnung. Der Jan ist immer nett zu mir. Ja, genau. Das ist sein Problem. Irgendwann, ne? Ha, der schaltet automatisch. Oh. So, jetzt, ja, genau, nach links, nee, nach links fahren ein Stück, nach vorne. Gut, danke. Ich muss ihm jetzt schnell erstmal Silageballen vorholen. Und dann machen wir dann eine Mischung fertig. Ich mach dann hier und trinke einen Kaffee, ja, Chef? Ja, mach das mal. Kaffee lässt du weg, kannst einfach mal so warten und mal drüber nachdenken, wie du dich verhalten hast gerade. Wolltest schon wieder schummeln. Was überlegt, ist doch schon ein ganz schöner weiter Weg, den man ja fährt, ne? So auf dem Hof an sich, wenn man nicht überall Durchgänge macht. So, hier ist quasi der Spawn. Das ist nicht so ganz so geil, das Lager, deswegen steht es auch so ein bisschen hinten, aber es ist funktional, weil die ganzen Ballen könnten wir auf dem Spielspann, das würde nicht funktionieren mit so viel Hilfen. Muss ich irgendeine Futtermischung einstellen? Ne, eigentlich nicht, die ist eingestellt. Wir haben Jungvieh, ist das richtig? Ja. Okay. Liegt einfach daran, dass, weil die Futtermischung auch angepasst ist von mir, deswegen habe ich ja die Jungviehmischung. Kommt irgendwann dann noch weitere hinzu, aber ich passe halt die eine Futtermischung immer an. Ah, okay.
Boah. Weil ich glaube nämlich, ich habe gerade überlegt, dass Göhlen gar nicht so geil wäre, weil es hier halt auch noch schneit, ne? Und der Boden halt auch noch ein bisschen matschig ist. Und wir würden halt, da wir den Mod Slip Destroyed viel drauf haben, würden wir, glaube ich, viel kaputt machen. Und das ist nicht so geil. Also um das mal, warum ich jetzt nochmal umentschieden habe. Ja, ja, alles gut. Du, Chef, erst, ich... Ist mir jetzt eingefallen. Ich bin die Wally. Der Wally. Schön machst du das. Ich weiß. Nein, ich mach's nicht schön. Nein. Um es in Humors Worten zu sagen. Nein. Scherzkeks, moinsen, vielen Dank für den Follow. So, jetzt haben wir hier, aber das ist komisch, dass die Ballen auch auf der, guck mal hier. Durch irgendwas gab es hier ein Update auf der Karte und da hinten sind die Ballen, also die können ja gar nicht schief sein, die müssen ja alle gerade gestapelt sein. Und das war letztes Mal noch nicht so. Als ich letztes Mal drauf war, vor ein paar Tagen, zum Füttern, war das noch nicht so. Und ich weiß nicht, was es verursacht. Also, ich höre hier wieder nur Ausreden. Nee, tatsächlich nicht. Das ist tatsächlich ärgerlich. Und ich weiß, dass die gerade standen, weil ich sie nämlich mit der Hand hingestellt habe. Oha. Naja, ich habe ja ganz schön, geschummelt, ne? Was, Trabantos? Ja, ich aber ich glaube, das hat jeder schon von uns gemacht. Brat, was meinst du? Ja, ja, das war ja drin. Ich musste erstmal irgendwo unterkriegen. Und es waren so viele Ballen, dass ich die ersten Reihen natürlich gestapelt hatte. Aber am Ende ging mir das dann einfach auf den Keks. Und ich habe dann einfach keine Lust mehr gehabt. Wow, das war knapp. Ich weiß nicht, dieses Bambi. Ich glaube, das hat irgendwie Tollwut. Ich habe ja keine Bambis, die habe ich ja abgeschaltet. Ich habe hier ein Bambi, das läuft irgendwie gerade im Kreis um meinen Traktor herum. Das will vielleicht nicht verniedlicht werden. Rehi! So, Rehi, genau. Ja. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal ein paar Strohballen spornen. Rehi, oh Gott, ich mach's auch noch mit. Ich glaube, ich brauche heute Abend noch ein paar Runden Hand, um das Ganze zu ertragen. Vielleicht hast du letztens seine Mutter mit dem Trecker überfahren. sehr gute Theorie. Nicht wirklich abwegig, ne? So, und das mal gucken, darfst du wie viele jetzt, Runden es noch laufen kann, bis es tot umfällt. Das darfst du jetzt in den ersten Stall kippen. Der ist jetzt wo? Weil ich so aufgepasst habe. Du warst quasi nicht dabei jetzt bei da, ne? Pass auf, du fährst jetzt, folgen Sie mir bitte. Schönes Gespann. Warte mal, bleib mal stehen bitte. Kannst du mal nach links lenken? Ich muss ja gleich mal ein Thumbnail machen. Sonst suche ich dann wieder. Muss ich lächeln und winken? Nee, guck mal, so angestrengt wie gerade, das reicht. Danke. So, genau, folgen Sie mir. Ich weiß nicht, der pfeift aus dem letzten Loch hier. Das ist ein alter IHC. Wie so ein Wasserkocher. Ein alter. So ein Kessel. Genau, genau so. Na klar, wie ein Wasserkocher. Was auch sonst. Ich bin hängen geblieben. Du hast jetzt das kleinste Gespann auf diesem ganzen Hof und sie bleibt hängen. Ich fass es nicht. Vielleicht hat es auch einfach nur geleckt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich weiß nicht, ob du mich gerade siehst, aber ich schüttel ganz, ganz intensiv in meinem Kopf. Wahrscheinlich sind die Schläuche auch mal wieder nicht dran, ne?
oder? Du musst sie dir ranmachen. Ich hab's rangemacht, ja. Du musst sie noch ranmachen. Nee, nee, es darf nicht abkippen. Amu? Die haben aber anscheinend noch nicht so Hungi, die kommen noch nicht so angelaufen. Nö, die fütter ich auch regelmäßig. Ja. Achso. Okay, folgen Sie mir bitte. Ja, warte, das Gespann ist nicht das Schnellste. Hast du mich jetzt nochmal voll? Natürlich. Ich denke, zweimal brauchen wir noch. Dann fährst du hier durch und stellst dich dann hier wieder gerade hin, sodass ich dich wieder beladen kann. Na? Mhm. Sehr gut, danke. Sehr gutes Arbeiten mit dir. FD Marcel, Moinsen. Der einzig wahre Moinsen. Hansa Maike, Tag auch. Tag auch, ihr Lieben, Tag. Mal sehen, ob ich jetzt. Ja, er bleibt drin. So, dann noch einmal Heu. Ich glaube, die Regierung ist gerade gekommen. Und sieht gleich, wie die Opposition spielt. Aber weißt du, was gleich, wisst ihr, was gleich passiert? Sitzt dazu und spielt mit. Wow! So. Was hast du jetzt drin? Hast du jetzt eine Mischung? Darf ich mal ganz kurz einsteigen, bitte? Ne, es fehlt Stroh. Hoffentlich habe ich die Mischung nicht verkackt, weil ich vorhin, glaube ich, einen ganzen Strohballen reingehauen habe. Kann das sein? Ich weiß es gerade nicht. So. Aktuell sind wir tatsächlich wieder bei 3 Maps. Los Trabantes. Wir haben die Achterndijk, die gerade halt in der Übergangsphase im Frühling ist, die Kandelin, die in der Übergangsphase zum Winter ist, auf 20 Tage Seasons tatsächlich, und die Dürnrot, die aktuell auf 14 Tage Seasons läuft, die immer so ein bisschen springt, ne? Wir haben das alte Selfcam von der Dürnrot wieder aktiviert. Vasili, übrigens allen mal Moller loben, herzlichen Glückwunsch an unseren Vasili, der seinen ersten Sound in seinem neuen Team quasi veröffentlicht hat. Bei uns findet ihr unter Downloads Soundanpassungen. Da gibt's den Sound von Vasili, den Farming Dudes. Schaut euch an, zieht euch rein. Glückwunsch, mein Lieber. Schön, dass du da bist. Danke für deine Arbeit. Chef, bin Lea, ich komme wieder. Ja, ich gucke inzwischen mal bei den Tieren, wie viel es überhaupt noch ist. Ja. Ja, eine Ladung kriegen wir auf jeden Fall noch rein. Ist das jetzt so wie Happy Schlüpftag dann zu seinem Release? Ja, das ist quasi so ein
So, und ich meine, man wertschätzt das sowieso so wenig, weil, ne, es ist halt immer da, es macht halt jemand irgendwas. Und es wird immer so wenig, so, ne, so richtiges Danke sagen. So ein Glückwunsch zu deinem ersten Release bei den Farming Dudes und ja, da steckt so viel Arbeit dahinter. Ich muss aber erstmal. Hast du Angst, dass ich dagegen fahre? Ich frage mich, warum du nicht so fährst, wie ich es gezeigt habe, aber ist okay, ist okay. Ich bin falsch abgebogen. Mhm. Ja. Nicht erst bei uns. Zum Thema, das ist jetzt zum Thema Müdi, ne? Und Schlafi und Hungi und und Sitzi und was weiß ich denn. So, dann holen wir noch einen Balli. Ach ja. Das Rehi, genau. Ich glaube, ich habe euch gleich alle angesteckt. Es ist aber nichts Gutes. Also es ist wirklich eine schwere. Guck mal, Schneehi. Eine schwere Krankheit. Schneehi, ja, es geht los, wir müssen uns beeilen. Dass wir die Fahrzeuge wieder. Der IHC, der ist schon älter, da verträgt nicht mehr so viel Schnee. Okay. Rehi, ich sag lieber Abendessen. Ich sag auch nicht Rehi. Wer sagt denn schon gern Rehi? Ich weiß es nicht. Oder Müdi oder Schlafen. Zieh mal weiter, mein Lieber. Grüße, wo auch immer du hingehst. Ich denke, eine Mischung, ich weiß, vielleicht wären es auch noch zwei Mischungen, die wir machen können. Mhm. Dann sind die Ballen nämlich schon auch gleich weg. Und da steht nicht ein Ballen sinnlos rum. Ja, man merkt schon, dass es wieder ein bisschen glatter wird, sobald der Schnee da ist. Da gibt zwar nicht so viel Sinn, aber es ist halt. Oh ja, er schiebt. Er schiebt, er schiebt. Marcel, du machst es nicht besser. Ich hole Fütti, ich hole Balli für Fütti, genau. So ein Feini. So ein Feini. So, du kriegst jetzt noch einen Strohball, einen Heuball von mir und dann kannst du abdackeln. Ja. Und dann gucken wir mal, ob wir noch eine Mischung machen. Die kriegst du zwar nicht mehr voll rein, aber du kannst das Fahrzeug dann zumindest zurückparken. Jo. So ein Feini. Oh, ich krieg gleich einen Kotzi. Wunderbar. Ich krieg gleich einen Kotzi. Übrigens, ganz, ganz wichtig, auch mal rüber zur lieben Valencia springen. Und da ganz einfach mal ein Like da lassen. Und sich weitere Abkürzungen für irgendwelche Dinge anhören, ganz wichtig. So, Mischung ist durch. Gucken wir mal, ob wir noch eine reinkriegen dann. Oh, jetzt geht's aber gleich los mit Schnee hier. Meine Güte. Also ich glaube, du mischst das nicht so gut. Die freuen sich gar nicht so.
Gestern auf der Dune-Route, die haben sich nicht. Richtig gefreut, dass die Futti bekommen haben. Nein, das ist gelogen. Die freuen sich, die haben bloß Angst vor dir. Deswegen sind die zurückhaltend. Die kennen, meinst du, die haben Angst, dass ich dich streicheln möchte? Nein, die haben Angst vor neuen Leuten. Vor allem neue Leute, die sagen, ich fütti euch jetzt mal. Ich gebe euch jetzt mal fütti. Das finden die komisch. Deswegen sind die da sehr zurückhaltend. Okay. Bin ich mir sicher, dass es daran liegt. Ich habe den Weg auch wieder gefunden. Ja. Übrigens, Sven, auf dich. Hä, was ist denn nun schon wieder jetzt? Oh, irgendwas hängt bei mir gerade ganz fürchterlich. Komm schon! Jawohl, und jetzt kriegst du noch einen halben Strohballen. Und das ist dann quasi die letzte Mischung. Dann müssen wir noch einstreuen. Markus, mein, grüß dich. Mir geht's gut, schafft ihr auch. Wow. Bin ich hier abgelenkt, fahre ich wieder irgendwelche Bäume kaputt. So, davon kriegst du nur einen halben. Du darfst nicht mehr komplett reinkriegen. Hä, wieso geht das hier rein? Ich hab's Heu vergessen. Nein! Oh. Ich brauch noch Heu. Wie hast du nur Platz? 3000, zweieinhalb, drei. Das reicht nicht. 2900. Was hast du jetzt drin? Stroh, oder? Ja. Geh es auskippen. Wohin? Na, im Stall. Okay. Ach, scheiße. Konzentration, bitte. Ich hab einfach das Heu vergessen. Aber dann machen wir jetzt auch keine weiteren Mischungen mehr. Dann kannst du dann quasi den Traktor wieder in die Scheune stellen. Oder lass mich das machen und du kannst zwischen dir einen anderen Traktor nehmen zum Anhängen des Stroh-Mopeds. Du traust mir nicht, ne? Naja, ich will dir nicht erst den Weg zeigen. Ich will den Weg gleich einfach selber fahren. Deswegen. Aber ich kann dir auch den Weg zeigen. Ich zeig dir den Weg. Ja, dann mach hier auch leer. So. Nimmst du dir den... Soll ich mir jetzt einen Traktor suchen? Na, hier vorne, da, wo die Scheune offen ist, da fängt. Da geradeaus. Und da kannst du das Strohmobit anhängen. Das finde ich wo? Beim Stroh. Ach, es geht nicht leer. Das ist... Das ist so ein bisschen, was mich immer nervt dann, wo du dann vergisst irgendwas und kannst es dann nicht wirklich entsorgen. Also ihr seht, es wird halt auch nicht leer, ne? Das muss ich dann irgendwie rausspawnen und eine neue Mischung machen. Ist aber alles nicht schlimm. So, guck, hier ist ein Strohmobit. Ja. Der ist noch nicht warm gelaufen. Naja, ich weiß schon, alles gut. Oh, hab ich den Heuballen vergessen? Ich weiß es nicht. Das lässt mich jetzt wieder nicht los, ne? Achtung, ich bin hinter dir.
Auch einfach durchfahren da, ne? Da gibt es keinen wirklichen Trigger. Das habe ich alles rausgetriggert, dass du da komplett streuen kannst. Und denk dann immer ein bisschen langsam nach vorn fahren, ne? Damit da auch überall Strohen nicht an einer Stelle stehen bleiben, ne? Ganz kleines, langsam ein bisschen Gas geben. Okay. Und dann, wo wir ein bisschen beim Studium sind, ne? Das dürfen wir nicht ganz außer Acht lassen. Ja. Nein, das Warmlaufen ist mit dem Mod CVT-Addon nicht nur im RP relevant. Das Warmlaufen ist tatsächlich notwendig, sonst nimmt der Traktor Schaden. Also man sieht es hier unten in der Anzeige neben meinem Tacho. Ne, sieht man gerade nicht, weil ich das Bild drüber habe. Aber da ist so eine Rampe, da siehst du einen Strich. Das CVT-Addon findet ihr im Mod-Hub und man muss wirklich warten, bis der blaue Strich weg ist. Dann ist er warm gelaufen. Wenn man das nicht tut, bekommt man Triebsatzschaden. Und das ist dann mit dem weiteren Mod realistischer Schaden quasi fatal. Wir müssen uns beeilen, dass wir Stroh wegkriegen, sonst wird das hier nass. Walli, wir haben Stress. Wenn du mich unter Stress setzt, mache ich einen Unfall. Nee, machst du nicht. Hast du ja schon dreimal. Du bist schon dreimal an derselben Ecke hängen geblieben. Kann ich nicht sofort wieder einen Mauer rufen. Ich habe das alles gesehen. Meinst du, ich bin blind oder was? Oha. Ich bin da gar nicht hängen geblieben. Die Mauer kam gesprungen. Stimmt. Das klingt viel logischer. Die letzte Rache des Bambis. Ja. Abflug. Wie geht denn da noch rein? Passt da noch eine Ladung rein dann, oder? Weiß nicht. Kann gleich mal gucken, aber ich guck nicht während der Fahrt. Nee, ich guck da rein, alles gut. Achso, du guckst da rein. Ach, das war eine rhetorische Frage auf mich. Eigentlich nicht, weil ich habe halt so gedacht, wir reden so, als würdest du wissen, wie viel da Stroh schon drin ist. Weil das sieht man ja, wenn man Stroh reinfüllt. Nee, da kriegen wir noch die zwei Ballen, die wir zusammen, kriegen wir da noch rein. Aber dann mehr machen wir auch nicht, das reicht. Nochmal Ballen auslagern, das passiert jetzt nicht. Bist du Blindi, Orva? Ja genau, Blindi. Das trifft ganz gut. Genau. Also ich finde, der Chat hat das Ganze auch schon gut verstanden. Simon Moinsen, schön, dass du reinschaust. Und vielen Dank für den Follow. Was macht der Chat toll? Dich anfeuern oder was? So, noch zwei Ballen und dann kannst du wieder weg. Also, die haust noch rein, dann kannst du wieder wegparken. Und dann werden wir einen Kartenwechsel vollziehen. Okay. Okay, so. Feini, na supi.
Alles nee, also in ich finde, der Chat hat das schon gut verstanden mit Plindi und sowas. Ja. Na. Dass ich Plindi bin und nicht gesehen habe, dass der Mauer euch angesprochen hat. Und dass sie alles mit I hinten machen. Ach so, ich finde das nicht gut. Also ich finde das, ich kann da mich nicht mit identifizieren. Dovi. Max Fahr, Moinsen, im Übrigen habe ich geguckt und du bist weder als Mitglied noch als gebanntes Mitglied bei uns gezeichnet. Eventuell sind das irgendwas bei deinen Einstellungen oder sonstiges. Kann ich dir das nicht sagen. Du bist bei uns nicht bist gebannt. Bist du den Bein jetzt auch noch bei mir rein? Ja. Kommt ja auch noch in den Stall. Das weiß ich nicht, das gucke ich jetzt. Ja, kannst du noch reinhauen, Stall dann. Sehr schön. Oh, Bambi. Also Sven schreibt, du wirst auch noch einer von uns. Er wird auch Nachti und Müdi bald sagen. Nee, das werde ich nicht. Und was du das machst, Sven, finde ich äußerst erschreckend. Äußerst erschreckend. Und das zählt nicht unter der Klügere gibt nach oder sowas. Das kannst du gleich mal abhaken. Die Ausrede zählt nicht. Nee, das heißt eher, dass ich ihn an der Hand habe. Gott. Gott, ich möchte dazu nicht, ich möchte einfach nicht mehr dazu sagen, außer, oh Gott. Moin, Sally. Oh Gott, das nimmt hier irgendwie schlimme Ausmaße an. Schlimme Ausmaße sind eigentlich gut. Also bei uns zumindest. Aber nicht so, naja, weil schlimm meistens witzig ist. Achso. Ich werde jetzt auch mal die Tore zumachen, weil es ist irgendwie ein bisschen wetterbedingt nicht nach offenem Tor. Wenn du durch bist. Machst du dann zu, damit die Kuhis kein Kaldi haben. Tut so weh. So, mal wieder zu, was wir uns alles aufgemacht haben. So, nicht, dass der Winter hier noch Einzug hält, so. Oh. Genau. Die geht nicht zu, weil die müssen wir irgendwann einen neuen Platz finden für den Terra Vitesse. So, da kommt noch ein Traktor rein. Die gehen, glaube ich, auch nicht zu, oder? Gehen die zu? Doch, die gehen zu. Krass. So, zu. Dann parkt die Vanessa noch weg. Und dann würden wir einen Mapwechsel vollziehen. Bleib sitzen. Ander. Hast du einmal aufgewärmt im Traktor, ne? Mhm. So, genau. Also diese Bambis, die triggern mich hier hart. Mach die doch aus, ich mach die überall aus. Ich lass die nicht an. Hey, das ist doch voll toll. Ja. Rehe, die mir durch den Traktor laufen sind. Voll toll. Voll süßi. So, wir ändern ganz kurz die XML.
Hey, Spielfiel und Lieder Honka, vielen Dank. Vielen, vielen Dank für euer Follow. Schön, dass ihr da seid. So, XML ist geändert und dann geht's auf die wunderschöne Dürrenrot. Es könnte dummerweise sein, dass wir eventuell jetzt sogar spulen müssen, weil wir bestimmt die Karte noch auf Stopp haben. Obwohl, das könnte ich mal kurz nachprüfen. Das war jetzt die 4, oder? Nee, das ist die 2. Dürrenrot ist die 2. Du kannst dich auch an unserem Discord orientieren. Noch 300 einfach an das, Mal. Nee, guck einfach an Discord. Das ist ganz einfach. Da siehst du S1 und siehst den Namen daneben. Und jetzt guckst. Ja, das war ja zu einfach. Ja, das ist wirklich einfach. Deswegen sage ich es ja. So, gucken wir mal, wo wir jetzt sind hier. Und was die Aufgaben so hergeben. Dürrenrot, genau. Ich bin gespannt. Ja, es ist viel zu tun halt, ne? So ein bisschen nacharbeiten und mähen. Es muss fertig gemäht werden auf jeden Fall. Mähen, mähen, spritzen. Mähi kann ich. Und ich muss nochmal Gülli machen auf der 2829. Steinhauser, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Bin da, Chef. Wer noch? Felix, circa übermorgen kommt auf unserem Uncut-Kanal ein Uncut, wo ich ganz am Anfang circa eine halbe Stunde drüber rede, was alles gemacht wird. Und das kannst du dir gerne nochmal anschauen. Würde ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Aber es gibt ein Update der Dürrenrot. Es gibt eine V2. Hat dieser Hund jetzt wieder dieses Quietschi-Spielzeug gefunden? Ich krieg die Krise. Ja. Quietschi! Oh. Egal, wo man das versteckt, er findet es immer und immer und immer wieder. Oh, ich habe hier, bei mir lädt die Karte nicht. Also ich bin drauf. Ernsthaft? Also bei mir funktioniert alles, ja. Da muss ich kurz warten. Das ist jetzt, komisch. Jetzt fängt sie an zu laden, ja. Gut. Es wurde irgendwas, Puvel hat irgendwas drauf gemacht, irgendeine neue Physikanpassung. Nice. Von dem Traktor, der eventuell interessant wäre für den Hof. Ich weiß bloß nicht, wo er steht. Ich glaube beim Händler. Den will ich mir als allererstes mal angucken. Was ist beim Händler? Der neue Traktor, glaube ich. Also den er da. Neuer Traktor! Erste! Ich weiß bloß nicht, wo beim Händler steht. Es ist kein 6R. Dann steht da kein Traktor rum. Da steht ein 6R am Shop. Doch, das war ein 6M gewesen, aber ein 6R, ein ganz kleiner. 6R150. Mit dem neuen Anaburger, den er gemacht hat, jawohl. Mit was? Puvel hat quasi und ein... Und Sehne, Schatzelein. Oh. Gerne. Ohne dich. 6611... Dann machen wir mal hier und dann machen wir mal die Superstärke aus. Und dann fahren wir unseren neuen Anhänger. Ist er schon gekauft, der neue Anhänger auf uns? Nee, ne? Ich glaube nicht. Jetzt nochmal, was ist jetzt hier neu dran? Die Physik. Von dem Traktor wurde quasi die Physik gemacht.
vom Pubel. Und der Anhänger genauso, da ist auch die Physik gemacht. Und da wir uns ja einen neuen Hänger zulegen wollten, und das werde ich auch gleich mal tun, den gleich auf unseren Hof kaufen. Mhm. Ich weiß bloß nicht, Miststreuer, hier. Die graue Farbe hat mir auch direkt zugesagt. Dieses dunkelgrau, ne? Ja. Hm, das ist schön. Aber ich habe eine Frage. Ja. Gibt es denn auch ein rosa? Nein. Warum habe ich eigentlich gefragt, ja? Ich hätte eigentlich gleich sagen sollen, nein, du hast keine Frage. Maja, moin. Der John Deere ist der von euch auch? Kann man den bei euch runterladen? Nee, die Physikanpassung kann man nicht. Also okay. Es ist ja so, dass das der 6R, den haben wir von dem Modder. Dort bauen wir dann die Physik ein und dann stellen wir quasi in unserem Discord, kann man eine ZIP-Datei runterladen, die entpackt man. Da findet man den originalen Download-Link und unsere Physikanpassung, die man dann in den original runtergeladenen Mod entpacken muss und einfach rüberziehen muss. Und da hat man die Physikanpassung. Ne? Mhm. Du weißt aber jetzt nicht auswendig, von wem der ist, ne? Oder? Moin, Monster Birni. Nee, weiß ich nicht. Das weiß ein Pubel, aber ich weiß nicht, ob Pubel gerade zuschaut. Sonst könnte er das vielleicht reinschreiben. Aber ich denke, es ist ein Dins. Denke ich mal, dass es von Dins was ist. Okay, dann ist der wahrscheinlich auch wieder nur PC, ne? Dann ist er nur PC, ja. Gut. Danke für deine Auskunft. Sehr, sehr gerne. So, kostet 36.000. Das heißt, wir haben nicht noch genäht. Gut, dann müssen wir erstmal von unserem Sparkonto uns was überweisen. So, das machen wir so. Wir haben nämlich hier als Hof ein Sparkonto angelegt, Sparbuch. Da springen wir mal drauf. Und dort überweisen wir uns mal 100.000 rüber. Jetzt müssen wir erst wieder einen Lohnunternehmer einstellen, zack. So, und dann Geld an Hof überweisen, 100.000 überweisen, zack. So, jetzt wechsle ich den Hof wieder. Und dann kaufen wir uns das Fahrzeug. Mhm. Bonnie, ich ärgere nicht, die lassen sich nur ärgern mit Rosa. Sie ärgert wohl. Ich mach gleich ein Trampeli. Sie ärgert wohl. Kaufen. Okay. So, und dann würde ich mit dem neuen Fahrzeug tatsächlich unseren Anhänger, der jetzt da steht, mal hochziehen. Ja, mach das mal. Und du kannst dir ein Traktorli schnappen. Oder es steht, glaube ich, noch auf dem Feld. Steht, glaube ich, noch einer. Was macht er denn jetzt? Und würde hier gleich mal die Physik antesten. An welchem Feld soll denn... Ah, da oben auf der 2, ne? Auf der 2, 3. Genau, da steht auf jeden Fall was rum. Ach, hier hat einer angefangen zu mähen und hat nicht zu Ende gemäht. Genau, da steht auch eine Tabelle so drin, dass es angefangen ist. Jetzt fängt er wieder an mit dieser Tabelle. Die wirst du auch noch lernen. Ich freue mich schon. Glaube ich doch nicht. Lügen darf man nicht sagen. Also ich finde, das ist ein sehr passender, schicker Zug. Und auf 2 ist der richtig eingestellt und auch auf der Rampe 1, oder? Dann, wenn ich jetzt hier mähe? Ja. Okay. Auf 1 und 1 ist das Beste. Auf 1 und 1. Ja, weil 1 ist Feldarbeit. Also oben der Punkt muss auf der 1 sein. Oder du siehst beide Punkte. Nee, es ist, also der Punkt oben ist vorne und unten habe ich jetzt auf 1 umgestellt. Ja, genau. Ich versuche das ja immer noch irgendwie. Naja, du musst halt, du kannst auch mit der 2 fahren. Sicher ist die 1, weil umso schwerer und auf dem Feld ist oben die erste und unten 1 und 2. Auf der Straße und leicht ist oben der zweite Punkt und 3 und 4. Okay. Ich muss mal kurz den Traktor leiser machen. Hat angefangen zu schreien, der Gute.
Ist das irgendwie. Ist die Lenkung so ein ganz kleines bisschen schwammig bei den Kollegen hier. Aber er bewegt sich schon. Und wir fahren jetzt mal mit Absicht einen Feldweg. Wow. Wir fahren jetzt mit Absicht einen Feldweg, um mal ein bisschen die Physik zu testen. Ach, ihr habt hier bestimmt mit Aufbereiter gemacht, ne? Den hat er nämlich ausgeschaltet. Das ist doof. Das macht er immer. Und ja, es muss mit Aufbereitung gemacht werden. Ja, wir haben gerade ein Stück ohne Aufbereitung. Es tut mir leid, ich bin ja Studentin. Ja, nimmst du einfach einen Wender und wendest dieses kleine Stück. Und was machst du? Ich fahre gerade den Miststreuer zum Hof und mache entweder Gülli oder ich komme zu dir zum Schwaden. Oh ja, man merkt schon so ein bisschen. Doch, er zappelt. Auch der Hänger hinten zappelt. Sieht echt schick aus. Von innen? Doch, jetzt kommt's. Jetzt merke ich es auch von innen. Der Eis, vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Hey, hey. Ja, also man merkt schon, man sieht. War es von innen am Anfang nicht ganz so. Von außen sieht man es tatsächlich. Nur damit ich es gesagt habe. Wir zerstören hier ein bisschen Feld, wenn ich hochfahre, ne? Wegen diesem Slip Destroy Field. Na, dann musst du mal schauen, dass du ein bisschen langsamer Gas gibst. Ich komm gleich zu dir. Wo bist denn du eigentlich auf der 2-3? Wo ist jetzt wieder die 2-3? Oben am Haupthof. Also an deinem, an dem kleinen Haupthof. Achso, das kleine Feld. Er sagt schon wieder kleines Feld. Das ist doch ein kleines Feld. Ja. Ja, also ich finde die Lenkung hier ein ganz kleines bisschen schwammig, finde ich. Irgendwie so ein bisschen nachläufig. Aber ansonsten finde ich die Physik schon echt gut. So, ich lasse den aber jetzt erstmal irgendwo hier stehen. Obwohl, ich brauche den gleich weg. Wir werden dann quasi unsere Wiesenflächen, bevor wir den Gülle, den Flugstatus setzen, werden wir schön mit Mist bestücken. Mhm. So, jetzt komme ich zu dir. Oh, nee, 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 nee. Ich hab's dir gesagt. Darf ich einsteigen, bitte? Wenn du ganz langsam anfährst und ganz langsam Gas gibst. Guck mal, passiert das nicht. Du musst halt wirklich, erst wenn du richtig, wenn du viel Gas gibst, dann macht er das. Ich bin nur 10 km. Guck mal, bei dir macht er das auch. Aber nur ganz leicht. Und schon wieder. Ach, scheiße. Müssen wir alles nachsehen. Oh. Warte, ich probiere jetzt nochmal eine Runde. Du machst quasi den Tempomat an, ne? Mhm. Kannst du mit Pedal fahren? Nee. Ja, aber ja. Ich weiß nicht, ob ich da mit Gefühl fahren kann. Ja, das müssen wir jetzt üben.
Das üben wir jetzt. Hast du mich gerade ausgelacht? Oder du nimmst halt nicht den Berg, sondern fängst halt jetzt an, nur die Querstreifen zu mähen. Das kannst du auch machen. Ich probier's nochmal am Berg, ich will es selber mal austesten. Ich soll mit Gefühl liefern. Das ist aber jetzt der Chat, ich bin unschuldig mit Gefühli. Also ich finde, ich habe deine Jungs ziemlich gut unter Kontrolle. Nee, hast du nicht. Ist ein Trugschluss. So, und jetzt fährst du so, ne, gibst Gas so bis 2 km/h. Und wenn er dann noch was hinterlässt, dann ist es nicht so schlimm, aber du hast halt nicht diese kompletten Spuren. 2 km/h. Ja, natürlich. Siehst du, bei ab 3, 4 macht er dann schon wieder. Also vielleicht hätte ich mir die Lunchbox packen sollen. So, und wenn es halt kein Berg ist, kannst du wieder ein bisschen schneller fahren. Irgendwann musst du langsam anfahren. Das ist halt nun mal so hier. Guck dir mal die Steigung an, das ist doch ganz normal. Also ich will die Steigung noch probieren, dass ich nicht auf dich schiebe. Und es ist vielleicht wirklich nicht anders möglich. Weil wer auch immer hier gestern gefahren ist, hatte dasselbe Problem, nämlich weil hier die äußerste Bahn bin ich nicht gefahren. Ja, ja. Kann dir genau sagen, wer das war. De Mary? De Mary, genau. Du hast jetzt bewusst hinten oben und du machst trotzdem Putti. Ja, ein bisschen. Ja, ein bisschen. Guck mal. Ja, dann geht's wirklich nicht anders. Dann müssen wir die Querspuren nehmen. Ja. Dann fahren wir jetzt immer oben quer und zurück. Machen bloß das Vorgewende, weil das müssen wir alles neu ansehen. Ja. Und guck mal, hier mach ich nichts kaputt. Weil ich auf 4 km/h bleib. Okay, du machst es schon. Ich weiß ja auch, wer es wieder richten darf. Du. Ja. Kriegst einen Striegel und dann geht's los. Yes. Jetzt einmal im Kickdown, ja. Du striegelst wohl gern. Ja. Ja, alles? Diesen Wiesenstriegel aus dem Mais Plus, ich finde den toll. Ne, wir haben einen direkt mit Nachsaat. Der ist ein bisschen größer. Achso. Ja, striegeln seht halt nicht, ne? Also. So, ich wollte jetzt mit dem hier. Eigentlich schnell. Was müssen wir eigentlich noch machen? Auf der 1 muss geschwadet werden. Fährt sich schon gut, ne? Fährt sich schon gut. Also der ist ganz schön gewandert hier, der Kollege. Jetzt ist immer noch die Frage, von wem ist es? Das finden wir noch raus. So, mal sehen, ob ich jetzt hier auch das Feld zerschur. Passiert mir vielleicht genauso. Dann nehme ich alles zurück. Jan, bis später. Schöne Geschichte noch.
Also ich bin jetzt direkt mit 4 km/h angefangen. Das geht tatsächlich. Nee, du, freut mich. Also. Das war jetzt ein ernst gemeinter, ne? Ich habe was rausgefunden. Ich musste ja auch gerade selber einsteigen. Ist ja quasi nicht deine Schuld, dass der Acker so beschissen ist. Sei sympathisch, Valencia, bitte sei einfach nur sympathisch. So langsam gibt es auch mal einen Hungi. Nicht. Wer langsam hat denn diese beschissenen Acker hergestellt? Hä? Die sind gewachsen. Das ist ganz natürlich. So, hier oben kann ich jetzt ein bisschen Gas geben, ne? Schwöben. Schwöben. Nee, die kommen erst nicht an für die Schwöben. Die Schwöben kommen erst nicht an wieder. Ich hatte aber das Schwöben auf meinem Feld. Ah, die Schwöben. Die schwarzen Möwen. Ja. Sir Condor, moin. Vielen Dank für den Follow. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Und alle denken sich jetzt nur, hä? Was haben sie für Probleme? Das klären wir irgendwann später auf. Das dürfen wir noch nicht verraten. Nee. Was Schwöfe sind. Also kennt jeder, hat jeder schon gesehen, ne? Oh, die ganze Wiese ist im Arsch. Ach du Scheiße. Da muss ich mal ein Wörtchen mit der Mary sprechen. Das ist schon fast Arbeitsverweigerung. Also ich hatte ja den Mod auch eine Zeit lang und ganz ehrlich, nachdem ich meine Wiese dauerhaft und egal wie wir die gemäht haben und ne, mit welcher Vorsichtigkeit ich die jedes Mal ausbessern durfte, ja, du kannst es ich habe sie irgendwann runtergeworfen. Nee, du kannst es einstellen, du kannst es auf ganz runtersetzen, dann zerstört es wirklich nur, wenn es schurrt. Oder du kannst es halt ganz hart stellen, dann ist es bei jeder Kleinigkeit, die irgendwie. Mhm. Also du kannst es wirklich einstellen. Der Mod hat sich zum Vergleich zum 19er richtig verbessert. Also ich mag ihn sehr gerne. Und es ist nun mal so, wenn man auf einer Wiese rumfährt und es ist nass, glatt oder rutschig und man schurrt sich fest, dann ist es nun mal ganz normal, dass man nachsehen muss. Aber es gibt tatsächlich Striegel mit einer Nachsehfunktion. Also wenn du die Wiese, was man ja logischerweise macht nach der Ernte, striegeln, dann seht ihr quasi die Stellen nach. Und da hat so direkt eine Nachsehfunktion mit dabei. Mhm. Und man muss wirklich, da hast du recht, McBee, man muss wirklich vorsichtig anfahren. Also ganz langsam. Da muss man mit dem Pedal machen. Wenn man das mit dem Hebel macht hier an der Seitekonsole oder einfach den Tempomat anmacht, dann logisch, dann kriegt er sofort Last und Feuer frei. Und dann schult er sich fest. Das ist realistisch halt, ne? Wenn man das nicht mag, macht man es runter, klar. Also wenn man, das ist jetzt auch nicht, dass man so spielen muss, sondern wenn man es nicht mag, macht man es einfach runter, das ist klar. Aber es macht halt auch Spaß, wenn man sieht, man fährt viel mit Fahrzeugen auf der gleichen Stelle hin und her, wenn man irgendwie Kalk irgendwo aufs Feld kippt und sowas und dann halt vor, zurück. Ja, logisch, irgendwann fährt man den Acker kaputt, das ist ganz klar. Marcel, mein Freund, hau rein, ciao, bis die Tage. Und danke für den pinken Traktor nochmal, ne? Ja, danke. Hast du heute noch kein Futti gehabt? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe ja noch nichts gegessen. Ich bin aufgestanden und war direkt produktiv. Ich bin echt stolz auf dich. Ich habe heute wirklich viel geschafft. Ich bin wirklich so ein bisschen, ich war jetzt sehr motiviert. Brauche ich denn das Arbeiten, oder? Die war vorhin mal kurz auf Arbeit, war dann mal bei meinen Eltern.
spontan und ist jetzt hinter mir auf dem Sitzsack eingeschlafen. Der besagte Sitzsack, der so viel Zeit raubt. Ja, okay. Kenn den. Also nicht. Lasst uns einen Skandal spinnen. Vanessa so, ja. Ich kenn den. Du kennst den zeitraubenden Sitzsack, also den Sitzsack an sich, wolltest du wahrscheinlich sagen. Ja. So. Und gleich heißt das, also die Valencia, die kennt im Chris seinen Sitzsack. Genau. Genau. Wie gesagt, willst du einen Skandal? Vanessa, ja. Obwohl, Skandal auf dem Sitzsack, sagst du Gott in die Welt. Da ist aber auch echt, manchmal du kommst nach Hause von der Arbeit und bist so platt und denkst dir so, ach komm, Hund aufgeregt, spielst eine Runde mit dem, haust du einen Sitzsack rein und, ne? Und ja, 3 Stunden später, 4 Stunden später wachst du auf und denkst dir so, Alter. Haben wir noch eine Wiese? Oder ist das hier die beiden, die... Ich würde sagen, gucken die Tabelle aber. Deine Tabelle, ne? Die macht mich fertig. Ich will mich doch auch mit dir unterhalten. Wenn ich in eine Tabelle gucken will, kann ich auch alleine spielen. Ja, aber ich muss auch die Tabelle gucken. Anhalten, bremsen. Warum weißt du das denn nicht? Du bist Chef. Ja, aber ich weiß doch nicht von 3 Karten, was es da zu tun gibt. Ja, natürlich. So, also hast das Feld jetzt fertig gemäht, ja? Gemäht. Ja. Ach, war das schlecht, oder? Dann müssen wir das auf Ist setzen, Arbeit 2 einstellen. Auf der 1 mache ich schon die Arbeit 2, also auf in Arbeit. Und du fährst bitte auf die Nummer 4. Und dort mähst du ohne Aufbereiter, bitte. Also normales, ne, Standard. Okay. Also auf die 4, ja? Aber du weißt, dass die 4 schon ein Kackfeld ist. Die 4 ist ein Kackfeld? Warum ist die 4 ein Kackfeld? Weil das ist das doch das Langgezogene, ne? Die 4? Wo ist denn die 4? Das, wo der Baum in der Mitte ist, dieser halbe Wald und so noch. Ja. Ja, das Kackfeld. Das schöne Feld, meinst du? Schöne Wiese. Ja. Das. Da schöne Zufahrt. Ich wünsche dir viel Spaß. Ja, du, danke. Oh, Marie, du schläfst ja gar nicht. Du schreibst im Chat, also kannst du ja nicht schlafen. Ich kann mich schon einfach umdrehen und gucken, ob du schläfst. Es guckt mich ein trotteliger Hund an und meine Frau. Ja, sleep very well oder so. Im Sitzsack. Aber dieser Sitzsack ist wirklich, ich hab den gekauft. Hab schon Hallo gesagt, geil, ja, ne? Geil, hallo, grüß dich, moin. Und bin wirklich, ich habe schon so viele Stunden drauf geschlafen, das ist unglaublich. Das ist so ein Riesensitzsack, so für 3 Leute eigentlich. Da könnten 3 Leute drauf sitzen. Und da kann man echt viele Stunden. Habe ich vom Schlafen geredet und du hast gerade gegähnt, oder? Hab ich richtig gehört? Nee, habe ich nicht. Mit wem wird nicht gesprochen? Sie ignoriert mich jetzt. Du, würde ich auch. Ich rede mit dir. Ach so, was denn? Ich hab nicht gegähnt. Das heißt lang so, deswegen. Nee. Würde ich auch. Machst du ja. Das war gerade wieder wirklich sehr, sehr gut. Ich mag diese Kommunikation. Ja, die ist toll. Ich stelle hier Content-Fragen und dann kriege ich immer nur zu hören, guck mal in die Liste rein. Content-Fragen? Du mit deinen Content-Fragen? Content ist doch, wenn du mit dem Traktor irgendwo dagegen fährst. Was? Aber hallo. Ich bemühe es nicht zu tun, aber wenn du das so möchtest, du, gar kein Problem. Hast du schon mal den Traktor da hinten den Hang runterfallen gesehen? Und du hebst ihn ja wieder auf. Kannst du gerne probieren. Die Tabelle. Die Frage wurde schon, nee, das nicht tausendfach gestellt, aber wir haben eine Bürotabelle erstellt tatsächlich. Die kann ich ganz kurz zeigen. Ich will jetzt aber nicht so viel. Ich stimme mich mal, damit ich nicht alles tausendmal erzähle bei dir, sonst hast du mich irgendwann. Genau, dann zeige ich dir mal ganz kurz. Aber ich werde jetzt nicht viel drüber reden. Ne? Ich werde es kurz zeigen. Das ist quasi ein Feldplan mit einem Pachtsystem, mit einem Kreditsystem, mit einem Leasingsystem,
mit diversen anderen Sachen. Schaut bitte einfach mal bei uns auf Discord, Ausrufezeichen DC in den Chat. Dort findet ihr die Tabelle zum Download und auf YouTube findet ihr ein Erklärvideo dazu. Und auf unserem Uncut, unsere Videos, die wir quasi aufnehmen. Also Daumen hoch nicht vergessen und viel Spaß beim Runterladen. Der Barsch, moin moin. Nee, in dem Umfang geht's leider nicht anders, der Bruno. Geht einfach nicht anders. Genau, selbstständiges Arbeiten nennt man das. Aber nein, man muss sich mit unterhalten wollen. Ja, aber wenn ich doch, also weiß ich jetzt nicht, ich unterhalte mich ja auch gerne mit meinem Gegenüber oder mit meinem Mitstreamer. Weil wenn wir einfach beide stumpf live sind und wir uns gar nicht miteinander unterhalten, finde ich es da auch doof. Ja. Also gut finde ich es, wenn du zu viele Is benutzt am Ende. Dann finde ich es gut, wenn wir uns einfach nicht unterhalten. Aber ansonsten ist es mit unterhalten schon ganz praktisch, da hast du recht. Ja, ne? Außer er meint, ich soll einfach still sein. Das ist auch okay für mich. Grüß dich, meiner. Nee, das ist für mich ist völlig okay, wenn du redest. Wenn du die Endungen weglässt, ist es völlig okay. Obwohl Pip jetzt auch blöd klingt, ne? Also da führt sich ganz gut. Ich glaube, das wird irgendwann eine Erweiterung für den Berghof werden hier. Weil einige Traktoren wären natürlich, wenn wir den Mittelhof kaufen, werden natürlich einige Traktoren erstmal mitgehen müssen, weil das Kapital nicht reicht, neue Traktoren zu kaufen, komplett. Um beide Höhe aufzustatten, da brauchen wir noch eine kleine Variante für den Hof hier, die quasi bleibt. Ne? Und den finde ich wirklich tatsächlich ganz schicki. Ich find's nicht schuld mit schicki. Schicki sage ich schon immer. Da bist du wirklich nicht schuld, das sage ich schon immer. Da bist du ausnahmsweise mal nicht schuld. Das kann ich dir nicht anrechnen. Das kennen die Leute von mir. Bei den engen Feldern, ich weiß nicht, wie die das im Realen machen, aber wie sie das alles so umfahren. Das ist manchmal beeindruckend mit den großen Maschinen, wie sie da herziehen, und das ist schon krass. DCP, mein Freund, grüß dich, moin, schön, dass du reinschaust. Ja, das ist wirklich beeindruckend. Also das würde ich gerne mal sehen, wie es machen, da oben wirklich über die Schwarze zu fahren und sowas, ob die da wirklich zurückstoßen, und das interessiert mich schon so ein bisschen. Weil das ist hier, ist wahrscheinlich nochmal komplizierter, weil, ne, also im Realen, auch Ballenstapeln ist wesentlich einfacher wie im LS. Denkt man nicht, aber ist tatsächlich so. Aber die machen das ja auch tagtäglich, von daher, die wissen ihre Maschinen schon zu bedienen. Kann ich mir vorstellen. Oh, die Wiese ist echt zerstört hier. Schade. Da müssen wir echt nachsehen.
Ja, wie gesagt, wir sind ja auf Season-Tage 14. Wir sind gespannt, ob das mit den anderen Karten so harmoniert. Wir haben auf der Kandelin 20 Season-Tage, auf der Achtern die 10 und hier haben wir 14. Hier müsste natürlich noch DBL rein, in den kleinen Traktor, wenn wir den kaufen. Müsste mal gucken, wenn ich da aktiviere, ob ich Mario nochmal frage. Obwohl, der wird mich hassen, der hat jetzt einen Traktor DBL eingebaut, den ich jetzt doch nicht fahre. Da wird, glaube ich, ja, wird mir einen Mittelfinger zeigen. Oh, die drehe ich jetzt auch durch. Nee. Nee, da fährt konstant. Also bei mir geht's. Ja, bei mir auch. Jetzt. Ja, ja. Ja, ja. Ich hab halt nur nicht so das Gefühl im Fuß. Das bekommen wir aber in der Zeit, muss ich sagen. Hatte ich am Anfang auch nicht. Ich habe auch immer einfach Gas gegeben, Vollgas und los. Aber seit diesem TVT-Addon und dem Slip Destroyed fährt man ganz anders. Aber ich finde das Feld immer noch sehr unsympathisch. Ich mag das aber sehr gerne. Ich mag solche Wiesen überhaupt, wo du so eine Insel hast und sowas, ja. Keine Ahnung, warum das ist. Ich glaube, Marie mag das auch nicht so. Ich muss hier, warte mal, wo ist denn hier? Lenkachse entsperren. Ach, Strong rechts und das, alles klar. Ja, jetzt komme ich hier auch rum. Sonst wäre das nichts geworden. Nun weiß ich noch nicht, wo die Einfahrt hier von der Wiese ist. Ich glaube, die war mittendrin. Die war eigentlich immer oben. Also standardmäßig war die ganz, wenn du ganz hoch fährst, war da die Einfahrt. Kurz vorm Gebäude. Ja, und da stand ja eigentlich auch mal ein Baum. Ja, stimmt. Es kann sein, dass wir die weggemacht haben. Tatsächlich musste ich mit Swissy, das war die härteste Diskussion, die ich mit Swissy geführt habe, waren Feldeinfahrten. Weil wir spielen halt mit Feldeinfahrten, aber er sagt halt, sowas gibt's in der Schweiz nicht. Das gibt's einfach nicht. Ja. Da wird jeder Zentimeter ausgenutzt. Da haben wir echt so diskutiert. Bei manchen hat er es dann gemacht, bei manchen nicht. So, das war so ein bisschen. Mir wurden auch so krass eingebläut von Sven, so diese Feldeinfahrten zu benutzen. Und dann habe ich weiß gar nicht mehr, welche Karte es danach war, mal gespielt. Und ich so, wir haben keine Feldeinfahrten, wir haben ein Problem. Ich weiß nicht, wo ich auf dieses Feld drauf fahren soll. Na, das triggert einen dann schon ganz schön, ne? Ja. Das Stück hier, was du jetzt ohne Aufbereiter gemäht hast hier auf dem Feld, das nehmen wir dann einfach mit weg. Keine Ahnung, lass es liegen. Wird mitunter gestriegelt. Fertig. Aber mich triggert das auch, wenn ich keine Feldeinfahrten habe. Wir machen das halt gerade beim Häckseln, um den Spielfluss so ein bisschen zu verlängern und auszudehnen. Deswegen nutzen wir so diese Feldeinfahrten. Mhm. Also ich habe mir das erklären lassen von einem Landwirt, warum das gemacht wird mit Feldeinfahrten und KUKAG, weil wenn bloß so ein grüner Wiesenstreifen ist, kann man einfach rausfahren. Da meinte halt, dass man im Nachhinein, ist natürlich von Kommune zu Kommune unterschiedlich, aber dass man im Nachhinein die Straßenreinigung übernehmen muss. Ja, und wenn die Traktoren überall rausfahren, ist die ganze Straße voll Dreck, so richtig, ne? Wenn man aber immer aus einer Stelle rausfährt, ist die eine Straße, die eine Stelle richtig dreckig und das verteilt sich ja dann nur so ein ganz kleines bisschen. Mhm. Also so habe ich mir das mal, also unabhängig so 3-4 unabhängig haben mir das so erklärt. Es ist von Kommune zu Kommune unterschiedlich, aber das ist so ein Grund, warum man Feldeinfahrten benutzt. Wenn man auch woanders hätte rausfahren können, so rum, ne? Wenn natürlich nur die Feldeinfahrt befahrbar ist, dann ist logisch, dass man die nutzt.
Macht ja auch irgendwie Sinn. Ja, das stimmt. Ach, Rocco. Trotz dessen, dass das keine volle Düngung gekriegt hat hier, ist das ganz schön ordentlich, der Ertrag. Doch, volle Düngung hat sie gekriegt, aber es ist nicht komplett ausgewachsen. Ist krass, was hier runterkommt. Okay, bitte. Also es geht tatsächlich mit diesen 2 km/h, ne? Aber es ist halt, du hast so das Gefühl, du kommst niemals oben an. Ja, aber das ist halt auch eine bergische Karte, ist halt ordentlich für jeden was, ne? Das ist, ja. Da hast du öfters mal Nachteile. Und eigentlich so bräuchte der Hof noch kleinere Traktoren für den Anfang. Aber das funktioniert nicht, weil an den Bergen brauchst du halt auch so ein bisschen Leistung für ja. diverse Aufgaben. Also die Felder hier pflügen, das war eine sportliche Leistung. Also ich habe die Karte auch sehr, sehr gerne gespielt. Es war halt nur irgendwann hatte ich ein leichtes Grastrauma. Weil es gibt schon viele Wiesen, ne? Ja gut, die kann man ja aber umschlagen. Da kann man ja auch Felder ja. draus machen. So ist es nicht. Aber wir waren halt auch ganz viel so mit Aufträgen und so halt, ne, damit wir halt auch Geld bekommen. Und ja. da waren halt ganz viele Grasaufträge und ich weiß nicht, wie viele Stunden ich Ballen auf dieser Karte hier gemacht habe. Ja, da verliert man irgendwann die Lust, das stimmt. Das stimmt. Wir hier auch tatsächlich. Wir haben halt ja. auch viele Wiesen, aber die Wiese hier, die wir jetzt, also ich, wo ich gerade drauf bin, die du als die vorher gemäht hast, das wird dann auch wieder Feld. Es ist bloß beim Zusammenlegen erstmal Gras drauf gekommen, weil wir da auch sehr viel Gras benötigt haben und Heu. Das wird dann auch wieder Feld. Bitte mach langsam. Was ist denn? Ja, nö. Also ich hab nichts mehr zu sagen. Bitte? Werde gerade abgeschmust. Ach so, okay. Wer ist es denn? Rocco. Rocco. Ich wollte sagen, herzlichen Glückwunsch, aber wenn es bis Rocco ist. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er wollte irgendwie mal Schulterkatze werden oder so. Schulterkatze. Ich sehe es gerade nicht. Ich habe gerade die Tabelle auf. Kann gerade auch nicht anhalten, weil sonst... Ja, es ist wirklich gerade ein bisschen schwierig, so zu fahren. Katzen zählen übrigens nicht als Ausrede, wenn es kaputt geht, ne? Haustiere ja. haben am Traktor eigentlich nichts zu suchen. Ja, aber er ist so mit in den Traktor reingesprungen. Was soll ich denn machen? Das kann ich jetzt nicht sagen. Sonst meldet sich der Tierschutzbund wieder bei mir.
Okko, ich hoffe, du bist gut versichert. Tja, gut. Wie gut bist du denn versichert? Erzähl doch mal. Miau. Ach so, okay. Miau. Ja, verstehe ich. Alles klar, bei dem Frauchen, klar. Da brauchen wir schon eine extra Fellversicherung. Ja. Das ist die Dürrenrot, unsere eigene Karte. Findest du bei uns auf dem Discord. Ausrufezeichen DC in Chat und dann bei Downloads Alice22. Hilfe. Wo kommt denn das Mähzeug hin? Das kannst du Und eigentlich dran lassen. okay, dann die Frage, wo kommt der Traktor hin? Stellst du einfach auf den Hof, irgendwo an den Rand. Also ich finde Gras, Wenden, Mähen, Schwaden finde ich einfach eine mega entspannte Arbeit. Soll ich dann mit Ballen pressen? Du kannst, wenn du möchtest, Ballen pressen, ja. Und die Ballenpressmaschine ist oben, unten, links, rechts, weißt du es? Ich Ich suche überleg, sonst. ich warte mal, ich muss ganz kurz überlegen, warum. Mähen aufbereitet, genau. Ja, du kannst wenden auf dem Feld, was du bestimmt nicht willst, oder du presst Ballen. Und zwar presst du Rundballen. Die steht oben, die Maschine. Warum soll ich nicht wenden wollen? Ja, weil das Feld ist, was du nicht magst. Ach so. Wo du wenden musst. Und wenn du es nicht Ach so, magst, ja, musst du nee, es ja nicht machen. denke ich fallen pressen. Musst halt gucken, dass du die immer ein bisschen quer ablegst, dass sie nicht runterrollen, ne? Das ist auf der Karte immer sehr Ich wichtig. gehe wenden. Ah, wie geil, ich wusste es. Warum wusste ich das eigentlich? Schönes Ding, schönes Ding. Schaffe ich das mit dem 6215R mitwenden? Packt er das ja, ne? Ja, na klar. Das sind 6R. Oh, schön. Weißt du, war eigentlich schon gerade schwierig, als du sagtest Rundballen. Dann war ich schon so, puh, ja, scheiße. Wie melde ich mich jetzt Ja. am schnellsten krank? Aber ich glaube eigentlich, dass wir den Umwerfer haben. Guck doch Ach mal, ob da so, der ich. Umwerfer dran ist, weil dann ist es kein Problem. An der Rundballenpresse. Wenn da der Ja. Umwerfer dran ist, dann stehen die eh die Ballen. Ist das Wurst. Ich guck mal gleich. Warum ist hier jetzt eigentlich bei dem CVT keine Parkbremse immer automatisch drin? Das weiß ich nicht. Okay. Nee, wir haben keinen Umwerfer. Sorry. Ich gehe wenden erstmal.
Mach das. Stufe 1, ne? Wendet ihr zweimal dann? Wir wenden dreimal. Ach hey. Chef. Ja. Wir brauchen einen neuen Spiegel, oder? Ich brauche eine Motorsäge. Hängst du im Baum? Nee. Hä? An der Halle. Und wozu brauchst du eine Motorsäge? Für das Stück Holz abzusägen. Ach so. Schwierig. Ich denke, es ist auch da Mittelstützbalken. Also macht es das Ganze noch schwieriger. Ja. So, also sehr schöner Traktor, es macht wirklich Spaß mit dem zu fahren. Aber ich fahre den dann direkt wieder runter zum Händler, weil wir können uns gerade echt nicht leisten. Das wäre dann wirklich beim Hofumzug, wo ich den dazu kaufen würde, aber... Aktuell ist der einfach nicht drin. Alter von Max, moinsen, grüß dich, schön, dass du reinschaust, mein Lieber. Das ist unsere eigene Karte, die Dürenrot, findest du bei uns auf dem Discord unter Downloads LS22. Hallo. Hup, hup. So, ich fahr mal schnell den Traktor weg. Schumi, klick auf. Dieser Verkehr auf der Karte muss unbedingt noch angepasst werden. Ganz schlimm. Das Feld haben wir gestern gemacht, da können wir eigentlich dann gleich noch mit. Ja. Wendestufe 1 ist wahrscheinlich Standard, oder? Nein, Wendestufe 1 ist quasi aufbereitet. Wendestufe aufbereitet? Ja. Okay.
Moin, grüß dich, moin. Bei uns ist gut, ich hoffe bei dir auch. Fürchterlich, Björn, fürchterlich. Also schöner kleiner Traktor, gefällt mir, schöne Physik, passt alles, aber wie gesagt, auf dem Hof können wir ihn aktuell nicht nehmen. Was würde er denn kosten eigentlich? Das wäre mal noch interessant. Ist das Kompakttraktor? Nee, das ist glaube ich schon größer, oder? Ich glaube, das ist er. Nee. Was ist es denn jetzt hier von den ganzen? Keiner oder was? Boah, keine Ahnung. Da muss ja hier drin sein. Ist er aber nicht. Komisch. Ja, wer weiß. Was ist der? Nee, das kann ja nicht sein. Kompakt ganz am Ende, echt. Ich hab's zweimal übersehen. Ne, ganz am Ende ist es ein Fendt. Aller. Labertasche. Hier! Small. Da, das ist er. 6R tatsächlich. Was kostet er denn? Mit 135 PS, 177 PS kannst du ihn hochtreiben. Der kleinsten Ausführung 96.000. Ja, nee, aber wie gesagt, leider Gottes zu teuer aktuell auf der Karte. Da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen warten. So, was haben wir denn eigentlich noch zu tun? Gemäht ist und geschwadet habe ich hier auch auf der 1 ist. Wäre Aufgabe 3. Hier ist auch Aufgabe 3. Und das auf ist. Gewendet wird gerade in Arbeit. Dann müsste man mal gucken, ob man ein bisschen Mineraldünger aufs Feld knallt. Ist sogar noch was drin. Das ist übrigens der aktuelle Sound vom Deutz, den es bei uns ab heute mit der Eröffnung unserer Soundanpassungen auf unserem Discord gibt. Schaut mal drauf. Ganz einfach, genauso wie unsere Physikanpassungen, Drop, Track and Drop. Und der Sound ist im Fahrzeug.
Also ich glaube, das bisschen werde ich jetzt trotzdem noch los. Und dann fahre ich nochmal runter zum Händler. Ihr spielt ohne Steine sammeln, oder? Jawohl. Warum? Weil das nervig ist. Ich mach das voll gerne. Wo es den gibt, den einfach mal bei uns auf den Discord gehen und dann unter unter Discord, unter Physikanpassung, unter Physikanpassung, da gibt es die Physik dazu, und unter Soundanpassung gibt es den Sound dazu. Und dort habt ihr auch einen Original-Download-Link zum Traktor. Extra Marken, Marks, DC? Ah, schön. Exclamation Mark. Ja. So. Hier müssen wir nochmal Auto einstellen. Können wir bei dem Ding die Arbeitsbreite festlegen? Ich glaube, das hatten wir noch nicht angepasst. Also ich muss sagen, Feld 4 hat auch ein bisschen gelitten. Super. Freut mich. Hey. Strong Y. 15 Meter. So, jetzt. Das weiß ich tatsächlich gar nicht, was WoCrab, wo ist dies, wo das schon eingebaut ist und wo nicht. Was ist das? Ich weiß es tatsächlich nicht. Okay. Kann, ich kann das nicht sagen. Chat, kann uns einer aufklären? So, ich glaube, ich wollte das Vorgewende, muss ich so fahren, dass das auch passt. Weil das habe ich gesehen, das Feld, deswegen ist es auch so schlecht. Die 18 Meter reichen immer noch nicht. Vorgewende machen wir 21. So, dann soll es aber reichen. Ich muss noch ein Stück zurückfahren, ja. So, und dann probieren wir das Ganze nochmal. Und, kann jemand helfen? RowCrop ist, dass alles in Reihe wächst und man Überlappungen zum Beispiel im Vorgewende sieht. Keine Ahnung. Absolut gar keine Ahnung. Also ja, ich glaube, ich kann mir vorstellen, aber ich habe so kein Bild davon vor Augen, wie es aussehen könnte. Ist das jetzt so der neueste Shit, der so rauskommt, oder? Wahrscheinlich. Also die Mapper wissen da bestimmt drüber Bescheid, aber ich nicht. Also wenn ich Mario oder ein Para fragen würde, die würden sofort 1000 Geschichten dazu erzählen können, aber ich nicht, ne? Okay. Sind meist US-Maps, die ready sind, okay. Weil, das ist jetzt interessant, warum sind es US-Maps? Weil die Felder da größer sind und rechteckig und man es da besser erkennen kann. Ja, wenn es Performance kostet, dann wird es bei uns eh nicht drauf sein. Dann ist es uns das nicht wert. Hm.
Ja, aber wir haben gut vorgegült. Also so viel geht gar nicht mehr drauf an Mineraldünger. Finde ich gut. Plan geht auf. Es wurde im 19er von der FA schon verworfen, weil zu performance-lastig. Sehr viel, was ich dazu bisher gesehen, logisch, dass Excel das weiß, gesehen habe, ist auch lückenfehlerhaft oder unvollständig. Berücksichtigt nicht alle Aspekte der notwendigen Erhöhung der Densität. Okay. Wenn er das sagt, dann ist das definitiv ein Fakt. Weil dann weiß ich nämlich, dass Excel mindestens 4 Nächte da saß und das getestet hat. TerraLife, keine Ahnung. Wirklich einfach keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wir sind da einfach nicht drin im Thema. Aber da am besten mal in Stream schauen vom Ian Paul oder sowas. Weiß nicht, ob der gerade streamt. Da macht nichts. Da macht nichts, okay. Ja, aber dann da gibt es Neuigkeiten oder auf Discord. Wir sind da wirklich vollkommen unbeteiligt. Ah, Björn hat mir gerade ein Bild geschickt, das sieht voll nice aus. Björn hat dir ein Bild geschickt, das sieht voll nice aus, okay. Zu dem Wow, wie hieß es jetzt? Wow? Okay. Wow Crop? Wow Crop. Ja. Ja, aber so ungefähr hatte ich es mir auch vorgestellt. Dass ich, wenn der so hinter mir her wackelt. Wer wackelt hinter dir her? Der Wender. Ah. Der Wackelwender, der WW. Ja, das ist wie so ein Wackeldackel. Aber ich weiß nicht, ob wenn ich den oben habe, ob ich den gut reinbekomme oder ob der oben hängen bleibt. Aber wenn ich den absetze, dann hat der so sein eigenes Leben. Ja, ja, das stimmt. Ich wollte den eigentlich absetzen oder rein, ne, damit ich halt nirgendwo dran hängen bleibe. Aber der entwickelt da so ein bisschen sein eigenes Leben. Keine Angst, mein allerliebster und bester. Du hast gesagt, Alter, ist das widerlich. Lasst euch von da nicht anstecken. Ich wirklich, ich wasch euch den Mund allen mit Kernseife aus. Verstehe ich gar nicht. Ich schon. War schon ganz feine Jungis, hör mal. Ja, ich weiß. Ich mag's auch alle. Aber das kann ich dir nur zurückgeben, ne? Hey, vielen Dank, mein Lieber, für den Bit. Vielen, vielen, vielen Dank. Schön, dass du da bist. Nein, es gibt keine Kernseife mit Erdbeergeschmack. Hey, vielen Dank für deine Bits. Vielen Dank für deinen Support. Vielen, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du, nee, machen wir auch nicht. Ja? Was? Nee, alles gut. Sprich. Du hast ja gleich noch deinen Termin. Ja. Das heißt, du wirst wahrscheinlich noch fertig kalken und dann, oder? Ich so? Dünge, ja. Ich werde noch fertig düngen und dann, genau. Ich dachte, du wärst am Kalken. Ne? Oder? So? Ja, genau. Dann brauche ich ja auch jetzt nicht groß irgendwas Neues anfangen und dann ich glaube nicht für heute nicht mehr, nee, dann brauche ich nicht, weil ich mag das nämlich auch nicht immer so, meine Arbeit auf dem Feld stehen zu lassen oder so. Nee, das ist, wir sind, grüß dich, mein Lieber.
Wir sind dann durch. Also ich mache das hier noch fertig, fahre vielleicht noch das unterste Feld und dann bin ich aber auch durch für heute. No. Kurios, rein komme ich besser als raus. Ich kann empfehlen, die Ostseeküste, die Dürenrot, die Achtantik, ich kann empfehlen, und die Rade, Farmidu zu diesen, die kann ich empfehlen, die habe ich gespielt. Ich darf hier keine Fahrzeuge sauber machen, die müssen so dreckig sein. Bitte sag, dass das stimmt. Das stimmt. Er möchte es so dreckig haben. Er ist ein kleiner Dreckspatz. Ich möchte einfach nur nicht, dass wir so viel Wasser verschwenden. Ein bisschen nachhaltig denken, hallo? Den findest du am besten auf unserem Discord. Da lädst du dir die ZIP-Datei runter. Die öffnest du und da findest du einen Original-Download-Link. Ich habe eine... weiß ich nicht. Ich glaube. Ich habe eine 4070. Nö. Vielleicht ist es Beifahrer. Ich darf nie mitfahren. Ich habe immer Angst. Mein Dreckspatzi. Oh nein! Ich war's nicht. Wir sind, Deutz-Farmer, wir sind ja ein bisschen in Verzug gekommen. Und müssen jetzt super Arbeit nachholen, die man vielleicht sonst in einer anderen Reihenfolge gemacht hätte. Ne? Ach, Grafen, jetzt aber gut, danke dir für deine Bits. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Danke für deinen Support. Ja. Das läuft auch nicht nur durch die Grafikkarte so flüssig, sondern auch durch unseren sehr guten Server, den wir da angemietet haben. Ein Feini-Server. Ein Feini-Server, ach nein. Kein Feini-Server, ein sehr guter Server. Wie gesagt, ihr findet auf unserem Discord überhaupt immer den Original-Link, ne? Ja, das ist mein Shader. Ich habe halt hier so einen Videoshader, wenn ich ihn ausmache. Sieht das Ganze so aus. Oh, das tut immer weh in den Augen, wenn man den ausmacht. Ja. Und dazu kommen noch unsere Physikanpassungen und... das Headtracking, das ist alles wirklich eins, das muss man wirklich sagen. Also wenn man irgendeine Variable weglässt, dann fehlt da auch was. Ne? Er will einfach nicht kommen. Wohin denn? Der kommt doch mal hier runtergefahren. Die wollen vielleicht hier auch mal den Deutz. Du erzählst so viel von dem Traktor. Gleich. Dann wollte ich den jetzt hier in, ne? Und dann kommt er einfach nicht. Ich komm doch nur gleich. Pinke Trecker tun auch weh. Stimmt, stimmt. Wahrlich. So, auf unserem Discord unter Downloads findet ihr erstmal die Physikanpassungen und auch den Sound, den ihr euch ganz einfach per Track and Drop, also lest euch das Readme durch, dort findet ihr quasi alles, was man wissen muss. Und heute haben wir ein Jubiläum zu feiern. Unser Vasili, der neu ins Team gekommen ist, der Soundgott, hat quasi heute seinen ersten Release gehabt mit diesem Traktor, mit diesem Fahrzeug. Den Sound dazu, ich kann ja mal ganz kurz hier... Das klingt gerade komisch. Das liegt aber wahrscheinlich dran, dass du gerade daneben stehst. Oh, warte, ich gehe weg. Wie weit muss ich weg? Keine Ahnung, ich weiß gerade nicht, wann es lag, dass es so... Jetzt klingt schon wieder anders. Warte, ich komme nochmal näher. Ich muss erstmal hier die Rampe ändern. Daran kann es nämlich auch gelegen haben. Dass ja, ich da stand? Auch. Nee, an der Rampe. Achso, an der Rampe.
Ich habe keine Ahnung, woran das liegt, dass mein Bild so flüssig läuft. Also ich kenn's nicht anders. Da habt ihr's gesehen. Irgendwas habe ich gerade. Warum? Da hängt doch nichts hinten dran. Also das ist jetzt völliger Quatsch. Dann haut mir eine Ziffer die. Ich aber eben auch gerade. Ja, das ist auch totaler Quatsch. Also ich habe keine Last dran, gar nichts. Null. Ich fahre einfach im Solo-Traktor. Ich weiß gerade nicht mal, wer die Physik gemacht hat. Deswegen sage ich einfach mal unser Physikteam. Ich weiß gerade nicht. Entweder Karma oder Povel waren da dran. Ich kann es tatsächlich nicht genau sagen. Ich will es aber auch nichts Falsches sagen. So, dann fahre ich den Traktor noch hier hoch. Oh, ich liebe es, wie das wackelt. Ich liebe es. Also, ohne das, ich könnte mir das nicht mehr vorstellen, ne? Wo man die Standardfahrzeuge teilweise sieht, die wackeln ja nur wirklich gar nicht, die bewegt sich nichts einzeln. Und wieso habe ich denn eigentlich hinten das Teil runden? Ich bin auf den Knopf gekommen. So, das machen wir dann quasi morgen. Es wird morgen gedüngt. Es gibt Leute, die sagen, dass unsere Physik unrealistisch ist. Das kann sein. Gibt immer Leute, die das anders sehen. Und natürlich ist es immer noch ein bisschen dem Spiel angepasst. Aber eine unrealistische Physik ist schon eine unrealistische Aussage, weil wir erstmal Physik in das Spiel überhaupt reinbringen. Ohne die Physik ist es ja unrealistisch, weil ein Traktor bewegt sich ja nicht in dem Block. Ein Traktor bewegt sich ja einzeln, die Achsen einzeln und sonstiges, ne? Andrel S. Hey. Deswegen akzeptiere ich, also toleriere ich die Aussage, wenn er das findet, derjenige, der das sagt, ist das völlig in Ordnung, ist das seine Meinung. Aber ohne die Physik, also kurz zur Erklärung, die nicht wissen, was wir tun, bewegt sich der Traktor als Block. Ja, es ist ein Block, es wackelt an und her. Auch das Frontgewicht quasi und das, was hinten dran hängt, bewegt sich zusammen mit dem Traktor in einem Block. So, und was wir machen, ist halt eben das ausgeschnitten, wenn es ausgeschnitten ist, den einzelnen Attachern eigene Gewichte geben, sodass sich das halt quasi einzeln nacheinander bewegt. So, ne? An den Motorgeschichten richten wir uns nach dem realen Beispiel. Wir haben Traktoren, die sind 1:1 wirklich nur übernommen. Aber das merkt man im Spiel auch. Und das ist genau das Problem, dass man es im Spiel natürlich ein bisschen anpassen muss, weil sonst ist es nicht fahrbar und nicht spielbar. Es ist einfach so. Es ist ein Spiel mit einer eigenen Mechanik und kein realistisches Leben auf dem Bildschirm. Ne? Deswegen ist es einfach so, dass es angepasst werden muss. Aber es gibt auch Fahrzeuge, die sind nicht angepasst. Die sind 1:1 so, wie es im Realen steht, einfach umgerechnet, runtergebrochen auf das, was im Spiel passiert. Aber wer das wie findet, völlig frei. Jeder darf seine Meinung äußern, jeder darf das auch nicht gut finden, muss es dann halt auch nicht spielen, das finde ich albern, ne? Aber wir versuchen einfach mehr Dynamik und mehr Realismus ins Spiel zu bringen. Wir sagen nicht, dass es zu 100% realistisch ist, sondern es ist immer eine Farmy Dudes Edition. Und eine Farmy Dudes Edition bedeutet einfach, dass es, wie soll ich sagen, es ist unsere Meinung von dem Realismus, den wir im Spiel fühlen wollen. Mancher Traktor wackelt ein bisschen mehr, mancher ein bisschen weniger, so wie wir es halt fühlen in dem Traktor. Und wir bringen da immer auch noch so ein bisschen Eigeninitiative rein. Und wir machen das nun mal und sagen nicht, hey, das ist hundertprozentig realistisch. Kann es nämlich auch gar nicht sein, weil es ist nämlich ein Spiel. Deswegen kann es nicht zu 100% realistisch sein. Es ist angepasst an den Realismus und mehr wird es auch nie werden. Na, egal, von was wir reden. Ob wir vom Sound reden, ob wir von der Physik reden oder auch Detailgetreuheit des Fahrzeuges. Na, wie gesagt. Und ich bin der Meinung, dass jeder seine Meinung äußern darf. Man soll das halt immer in einem fairen und netten Rahmen machen. Und Kritik ist immer hilfreich. Auch wenn jemand sagt, dass das unrealistische Physik ist, dann redet er einfach falsch, weil
Ohne die Physik gibt es nämlich gar keine Physik. Deswegen. Aber wie gesagt, auch derjenige darf seine Meinung haben. Liebe Grüße gehen raus an den Menschen. Und es ist völlig in Ordnung. Jeder darf seine Meinung sagen, äußern und auch dazu stehen, um Gottes Willen. Na? Aber für alle die, die da Bock drauf haben, soll ich mich stumm, Vanessa? Dann quatsch dich nicht voll. Nö, alles gut. Ich hab dich auch einfach quatsch. Ich wollte jetzt auch nicht in. Also, nee, also ich hab auch nicht geredet. Okay, gut. Ich wollte nur nicht, dass ich jetzt hier alles zupappel und. Nee, ich finde deine Erklärung toll. Dann muss ich das nämlich nicht erklären. Okay. Wie gesagt, für alle, die Lust haben, da mal reinzuschauen und die Physik quasi zu probieren. Es ist ganz einfach. Es ist wirklich ein ganz einfacher Schritt. Schritt 1, geht auf unseren Discord und ladet euch ladet euch runter, das ist richtig, ne? Grammatisch, das klingt total bescheuert, aber es ist so. Und ladet euch mit dem Code, ich kann es dann gleich mal kurz zeigen auf unserem Discord, vielleicht machen wir mal kurz den Exkurs. Ich habe schon wieder Exkursion, genau. Ich habe schon wieder Sprachfasching. So. Gar kein Problem. Gar kein Problem. So. Ich habe nur eine Frage. Gehen wir dahin, wo ich denke, dass wir hingehen, oder suchen wir was? Nö, ich denke, ich werde zu Felix gehen. Gut, also ich will dem inner ein bisschen zuschauen. Ja, nee, war nur schon mal meine Frage. Genau, ja. Das könnte ich halt, also ich hätte jetzt die Zeit nutzen können sonst. Nö. Na gut. So, also ich zeige euch ganz kurz einfach Discord. Ihr seid auf unserem Discord, was ich gerade nicht sehe. Sieht man mein Discord? Ja, ne, man sieht mein Discord. Muss ich mal kurz selber zuschauen, ja, das ist ja wild, was ich hier mache. So, auf diesem Discord findet ihr Downloads, Physikanpassungen und Soundanpassungen. Das funktioniert beides gleich, ja. Unter Physikanpassungen findet ihr die diversen Fahrzeuge, die schon von uns Physik angepasst sind. Und den Code gebt ihr einfach unten ein. Wir nehmen jetzt einfach mal das Duport-Fass, unser Güllefass. Ausrufezeichen 144. Enter. Dort bekommt ihr einen Link. Ja, da klickt ihr einfach drauf und kommt quasi auf eine Shermods-Download-Seite. Dort passt ihr ein bisschen auf, dass ihr nicht auf irgendwelche Werbung klickt oder was macht, was ihr nicht wollt, ganz klar. Dort kreiert ihr euch einen Download-Link, ladet das runter und dann entpackt ihr das. Ja, das ist ganz einfach. Wir können es eigentlich auch mal zusammen machen, glaube ich. So, wir laden das jetzt mal runter, das Duport-Fass. Download-Link ist ready. So, genau. Wir haben es runtergeladen. Jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, ob ich hier, wie ich das jetzt mache. Nee, das können wir jetzt so nicht machen. Genau. Wenn ihr das runtergeladen habt, ist es dann relativ einfach. Ihr müsst dann nur noch unseren Mod entpacken. Dort findet ihr immer einen Download-Link, um quasi auf den Original-Mod zugreifen zu können, müsst ihr ihn beim Original-Mod runterladen. Diesen Mod entpackt ihr. Und dann zieht ihr von unserem entpackten ZIP einfach die XML und die Moddesk rüber, geht auf Ersetzen und fertig. Und bei den Sounds ist es ein bisschen anders, also nicht viel anders, genau dasselbe Spiel, aber ihr löscht quasi den Sounds-Ordner oder den Data-Ordner, je nachdem, wie es in der README beschrieben ist. Lest die README. Die ist immer dazu, die ist auch in unserer ZIP mit enthalten. Ne? Und dann löscht ihr auf der anderen Seite den Sounds-Ordner und zieht unseren Sounds-Ordner rein. Das Ganze wieder packen zu einer ZIP, ab in Mod-Ordner und sparsam. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich sehr, sehr einfach. Wenn ich es verstanden habe, versteht das jeder. Und ganz wichtig ist, die Caption zu lesen. Ja, richtig wichtig, weil dort ist bei den Sounds tatsächlich immer ein kleines bisschen unterschiedlich. Es ist immer ein kleines bisschen unterschiedlich und deswegen muss man da tatsächlich lesen. Aber die ist nicht länger wie 4 Zeilen. Von daher lohnt sich. Schafft jeder. Schafft jeder. Definitiv, das schafft einfach jeder. Toll.
So, du rauchst jetzt wahrscheinlich noch dein letztes Kippchen. Ich rauche jetzt noch wie immer, traditionsgerecht, ne? So. Gut. Ich sag schon mal Tschüss an Farming Dudes Chat. Ich gehe den Felix schon mal belästigen. Genau, ich sag Ciao an den Valencia Tschüss. Bis morgen vielleicht. Bis dahin. Vielleicht. So. Ihr Lieben, Damante, vielen Dank für dein Follow. Herzlich willkommen bei den Dudes. Schön, dass du da bist. Für was auch immer der Fail war, aber ist wahrscheinlich inflationäres Benutzen von Sounds. Genau. Wir gehen heute zu Felix rüber und schauen da noch ein Bild zu. Habe ich einfach Bock drauf. Deswegen, wer Lust hat, einfach mitreden. Wer irgendwo gegangen wäre, passt ja gerade. Alle anderen. Heute ist echt schlimm. Es ist gut, dass ich jetzt aufhöre, weil es ist heute schwierig bei mir. Ich mache den Raid schon mal auf. Ansonsten, nicht vergessen, auf YouTube, Farming Dudes Uncut, da geht jetzt gleich das nächste Video online. Lasst mal einen Daumen hoch da, lasst die Seite ein bisschen pushen, da würde ich mich echt drüber freuen. Ansonsten, lade fleißig die Sounds runter, die Physikanpassungen und ich sage erstmal Ciao an unsere Uncut-Zuschauer. Danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.